Erwarten Sie, dass ich rede? Nein, ich erwarte, dass ihr zuschaut und zuhört. Hier bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu einer hoffentlich weniger rotierenden Sendung Kino Plus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in unserem neuen Studio und ich begrüße ganz herzlich zum ersten Mal in unserem neuen Studio Antje, hallo. Gregor und Andi, hallo. Die sich beide relativ spontan dazu bereit erklärt haben, hier dabei zu sein. Seit 21:30 gestern Abend, genau. Ja. Hast du gemerkt, du sitzt abends und schreibst, hast du Zeit? Ja gut, das war halt wirklich nicht so geplant. Es war wirklich nicht so geplant. Aber umso schöner, dass ihr hier seid. Und deswegen, weil wir heute eine Menge Themen zu besprechen haben, vor allem eine Menge News, wollen wir doch direkt einsteigen mit dem, was ihr zuletzt gesehen habt. Und ja, es tut mir leid. Ich habe jetzt schon wieder angefangen, ich merke es schon wieder. Wir haben natürlich die Kommentare gelesen und uns ist natürlich ins Auge gestochen, dass das Drehen auf diesen Stühlen ein bisschen nervös macht, möchte ich jetzt gerne mal sagen. Oder vielleicht ein bisschen unruhig wirkt. Wir versuchen uns hier im Zaum zu halten und so möglichst gerade zu sitzen, wie es geht. Aber ey, es tut mir leid, es ist halt neu, es ist verführerisch und es ist vor allem bequem. Es ist sehr bequem, muss ich sagen. Ja. Also das fühlt sich so gut an. Kann ich den mitnehmen? Nein. Okay. Nein. Es sei denn, es gibt eine Petition, die irgendwie über so viele Stimmen verfügt, die sagen, wir wollen die sowas. Mach doch sowas nicht, der macht. Nee, der nimmt das damit auf und macht jetzt eine Petition. Ja, aber ich kann doch jetzt hier nicht einfach irgendwelche Sofas. Nee, das ist einfach zaubern. Nein und weiter. Okay. Genau, gebt ein Dekret ab, wir drehen so viel wir wollen. Fertig aus. Naja, wir müssen uns ja hier erstmal ein bisschen eingrooven und dementsprechend. Ach so, grooven. Das geht für groovy. Hört auf jetzt! So, The Emperor's New Groove. Antje, was hast du letztes gesehen? Was ich als letztes gesehen habe? Nein. Ich mache heute mal kein Antje-Serien-Update. Ich sammle noch ein bisschen. Okay. Ich habe zwei interessante Filme gesehen. Ich habe einmal Ferrari geguckt. Ja. Und ich habe American Fiction geguckt. Mhm. Und American Fiction fand ich ganz toll. Super sympathischer, netter Feelgood-Film in sich, trotz der Thematik. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Feelgood. Ja, schon, ja. Der wäre schwierig, würde ich schon sagen. Ach so. Aber trotz seiner ernsten Thematik, aber auch das Thema, über das er spricht, nämlich wie afroamerikanische Popkultur wahrgenommen wird und wahrgenommen werden soll und wie sie insbesondere von Weißen rezipiert wird. Fand ich so satirisch umgesetzt richtig charmant. Und der mit Jeffrey Wright, oder? Ja. Das ist ja. Der mit Jeffrey Wright. Und der will einfach mal ein Drehbuch oder einen Roman schreiben, ohne schwarze Klischees? Nee, eben. Also er schreibt Bücher ohne schwarze Klischees. Und aus Frust darüber, dass keiner seine Bücher kauft und dass er merkt, dass halt gerade total angesagt ist, so klischeehafte schwarze Bücher irgendwie so zu vermarkten, schreibt er das, was aus seiner Perspektive wohl das schlimmste literarische Werk und überhaupt hat Erfolg ist. Damit? Und hat mega Erfolg natürlich, damit. Natürlich. Und dann wird es auch sehr meta gegen Ende und so. Und fand ich richtig, richtig toll. Ich glaube, wenn ich danach gehe, welcher Oscar-Film nominiert ist für bester Film dieses Jahr, der mir so am meisten Spaß gemacht hat, ich glaube, dann würde der meine Punkte tatsächlich bekommen. Mhm. Aber nun, ich bin ja nicht stimmberechtigt. Und dann Ferrari, ja. Er war für mich näher dran an einem House of Gucci als an einem Le Mans 66. Und ich hatte mir erhofft, es ist eher Le Mans 66 als House of Gucci. Aber ich hatte total Sorge, mir den anzuschauen, weil ich im Vorfeld das mit dem italienischen Akzent gehört hatte. Und in der deutschen Synchro ist machen es die nicht. Das auch, oder was? Nein, in der also im Original in Englischen, schon. Na, Englisch machen sie es wie bei Gucci, oder was? Genau. Ja. Aber in der deutschen Synchro machen sie es nicht. Und das hat mir das Ganze sehr erleichtert. Also da sind einige Rennszenen drin und insbesondere zwei Unfälle, die inszeniert werden, die sind der Hammer. Ey, also die letzte Szene, beziehungsweise eine der letzten Szenen in dem Mille Miglia, da musste ich. Ach, das Spiel Mille Miglia. Ja, und da musste ich wirklich, ich kannte die Geschichte nicht. Also ich wusste nicht, von dem. Ich kenne nur das Rennen, ich weiß nicht, was damit parallel genau, ist. Genau, also es gibt aber ein berühmtes Rennen für Ferrari, also beziehungsweise ein bedeutungsvolles Rennen für Ferrari.
Und ich kannte das nicht, ich kannte die Geschichte nicht, die Historie nicht. Und die Szene zu sehen, die kam wirklich aus dem Nichts und bam. Und du denkst dir so, oh, okay. Okay. Also, ich habe den Film noch nicht geschaut. Ich bin selbst sehr Formel 1 interessiert und habe so in groben Zügen die Geschichte von Enzo noch im Hinterkopf. Ich habe nur Ausschnitte von den Unfällen gesehen. Jetzt nicht der zweite, den wir angesprochen haben, aber der erste sah so fake aus, den kleinen Ausschnitt, den ich gesehen habe, dass ich total lame fand. Das kann ich verstehen. Es gibt hier zwei, drei herumfliegende Autos, die wirken schon ein bisschen. Also, ich meine, natürlich werden sie nicht. Ich musste an Free Jack denken. Ja, also. An Free Jack. Aber wir sind uns auch, ich meine, du hast Formel 1 gesehen, du weißt, wie die Autos abheben können. Ja, also die können ja schon abheben und ich denke mal, die haben da ja mit richtigen alten, uralt Ferraris gearbeitet. Es ist auch was Persönliches jetzt so hier, weil ich dann eben sehr tief im Thema drin bin grundsätzlich, was so Rennsport und die Sachen dann da angeht. Und da habe ich nur diese Szene gesehen und okay, jetzt kommt das CGI-Monster wieder und hebt die Autos in die Luft und so weiter. Aber es soll natürlich nicht die Unterhaltung an dem Film schmälern. Ich hatte aber auch Sorge davor, dass dann, ich bin hier, der Enzo Ferrari. Ich fahre gerne schneller Autos. Ist aber auch seltsam und kann das manchmal nicht so ganz nachvollziehen, wenn amerikanische Filme halt mit so einem Akzent arbeiten. Das machen sie ja auch häufig mit den Russen, ne? Ja. Wenn irgendwas während der Sowjetunion spielt, 85 oder so. Und dann und ich weiß immer nicht, wo ist die Grenze, wo ist das cool und wo macht das Sinn und wo nicht. Naja, zum Beispiel ist mir aufgefallen, ich habe gerade einen Film gesehen, ich weiß nur gerade nicht mehr welchen. Den habe ich im Original geguckt und da spielten Leute aus Afrika mit, glaube ich. Und die hatten natürlich einen afrikanischen Akzent. Sollten auch Figuren aus Afrika spielen, ne? Und dann habe ich auf Deutsch mal einen Trailer geguckt und da ist mir aufgefallen, oh, die haben gar keinen Akzent. Also, wahrscheinlich, weil die Deutschen denken, ist das jetzt vielleicht nicht sogar ein bisschen rassistisch schon, wenn wir jetzt, Uga Uga, ich komme aus dem Urwald, so einen komischen Akzent da einsetzen, was ich nicht finde, was wahrscheinlich auch schwarze Menschen nicht jetzt wirklich aufstoßen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Gedanke dabei ist. Und dann gibt es wieder andere Filme. Da ist nichts im Original und auf Deutsch machen sie plötzlich auch einen total extremen Akzent. Also ich hab's hier halt auf Englisch, ich hab's nicht verstanden, weil die sprechen alle Italienisch, so gesehen. Genau, also warum sollten sie mit Akzent Italienisch sprechen? Genau, es macht ja dann Sinn, ja, diesen Akzent Sinn einzubauen, wenn Leute mit einem Akzent Englisch sprechen. Genau. Oder halt eben Deutsch. So. Mhm. Und in Ferrari spielt das ja in Italien, das sind alles italienische Landsleute und Landsfrauen. Und im Original quasi würden sie Italienisch sprechen. Jetzt ist aber quasi das Englische ja die englische Synchro, weil es ist für einen internationalen Film. Und da macht es keinen Sinn, dass sie alle einen italienischen Akzent haben. Und es gibt zwar englische Fahrer, aber es ist nur zur Hilfe fürs Gefühl. Es gibt für den Zuschauer. Genau, es gibt auch englische Fahrer. Und ich kann mir vorstellen, dass Enzo Ferrari auch mal eine Ansprache auf Englisch gehalten hat, damit es auch wirklich jeder versteht. Aber die sitzen dann irgendwann bei einem Essen zum Beispiel, ja, unter den ganzen Leuten und so. Und da denke ich mir halt, nein, und auch nicht zu Hause. Also, warum sollte der zu Hause echt sprechen? Ich finde, das ist immer eine Irritation. Ne? Also, wie man sagt, wie gesagt, wenn du irgendwie Filme hast, die in Russland spielen oder so, dann macht es keinen Sinn. Ne? Die reden unter anderem und haben plötzlich einen russischen Akzent, wenn sie Englisch sprechen. Das ist nur zur Hilfe fürs Gefühl. Ja, ja, damit der Zuschauer das Gefühl hat, ah ja, schön tief in Russland. Aber ich denke mir halt, oder gerade bei Ferrari habe ich mal gedacht, irgendwann so, das muss doch auch einfach eine, sag ich mal, Hürde für die Schauspieler sein. Weil du musst halt einen Text, den du halt vielleicht mit irgendeiner anderen, also mit einer richtigen Inbrunst oder irgendwie mit einem richtigen Gefühl wiedergeben willst, musst du doch ständig im Hinterkopf behalten. Aber ich muss jetzt so und so reden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du kannst nicht richtig impulsiv aus dir rausgehen, um irgendwas zu sagen, sondern du musst immer im Hinterkopf behalten. Ist immer eine leichte Bremse. Das muss, ja genau. Ist immer eine leichte Bremse. Das muss mit Akzent sein. Dafür sind die Schauspieler, aber dafür werden sie bezahlt. Das müssten sie ja können. Na, das ist okay, ja nicht weiter als aber die Frage ist ja, was du möchtest. Möchtest du den Typ, der seinen Job richtig erfüllt, oder möchtest du einen Typ, der halt wirklich aus sich rausgeht und halt das Beste bringt, was er im Stand ist zu leisten? Beides. Ich bin nicht dafür, dass dann diese Fake-Akzente drauf gemacht werden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, bei Roter Oktober hatten sie ja diesen Kniff gemacht, wo die auf nicht anfangen. Da fahren sie nicht auf den Mund. Genau, das fand ich ganz smart. Und dann wird quasi der Switch für die Zuschauer. Genau, aber da haben sie keinen Akzent, oder? Das weiß ich nicht mehr, ob sie den Akzent noch hatten. Vielleicht haben sie gesagt, ach, Connery spricht einfach schottisch. Ich glaube, das haben solche Filme. Connery ist sowieso schwierig. Solche Filme gibt es nämlich auch, wo sie dann quasi sagen, ab jetzt schnipp, die reden jetzt normal und haben dann keinen Akzent. Das war aber eine gute Methode, mal ausnahmsweise das so zu machen. Ich habe auch gleich dran gedacht. Oder 13 der Kriege fand ich auch gut. Ferrari, wie gesagt, ich fand den in Ordnung. Ich fand ihn auch in Ordnung. Was ich mochte, wenn der halt triumphiert hat, war das bei den Rennszenen, finde ich. Ich finde, der war insgesamt ein bisschen soapig. Ja. Deshalb meine ich auch, er ist eher bei House of Gucci als eher bei Le Mans. Und Penelope Cruz war deutlich besser als Adam Driver, meiner Ansicht nach.
Ja? Ja, fand ich. Die war besser als Adam Driver. Ja. Aber am besten fand ich tatsächlich Shailene Woodley. Echt? Ja, nee, der habe ich die Italienerin nicht abgenommen. Ach so, die spielt auch eine Italienerin. Ja, wahrscheinlich alle, ne? Ja. Aber hier bei American Fiction muss ich auch sagen, der hat ein paar wirklich, wirklich lustige Szenen. Und vor allem Sterling K. Brown als Bruder von Jeffrey Wright hat die besten Szenen. Er wirklich, der hat die besten Szenen. Es ist so lustig, wenn er versucht, da seine Scheidung und sonst irgendwas zu verarbeiten und dann aber wirklich sehr, immer sehr nüchtern damit umgeht. So. Also ich habe sehr gelacht. Aber ich muss sagen, bei American Fiction, ich hätte mir dann doch ein paar Dialoge, ein paar Themen hätte ich mir ein bisschen. Da hätte ich gerne mehr Gespräche zugehört. Ja. Es gibt so ein tolles Gespräch zwischen ihm und einer anderen afroamerikanischen Autorin. Und das hören sie einfach irgendwann mal mittendrin auf, weil dann halt eine Frau reinkommt. Und da dachte ich mir so, schade, weil genau das fand ich eigentlich den spannenden Kern dieses Films. Mhm. Aber den möchte er nicht weiter erklären, wie ja, er so schön ich, sagt. Habe ich aber so aufgefasst, als ja, diese Diskussionen, die geführt werden. Die werden halt auch von außen gerne abgebrochen, weil sie dann unbequem werden. Aber allein für das Ende, Ende ging. Ja, oder auch vorher, wenn sie halt, dann geht's halt noch um so einen Literaturpreis und keine Ahnung. Und dann sind da halt drei weiße Jurymitglieder und zwei schwarze. Und ausgerechnet die beiden Schwarzen haben Einwände und die weiße Frau stellt sich hin und sagt, ja doch, nee, wir machen das jetzt so, denn ich finde es wichtig, dass schwarze Stimmen in dieser Zeit gehört werden. Oder dass es zu diesen Zeiten gehört werden soll. Obwohl es der Trash ist. Er will dann unbedingt halt nicht, dass sein Buch gewinnt, weil sein Buch ist halt nur mehr. Ja. Also es ist, ach, ich fand den super. Das klingt echt witzig. Also ich dachte wirklich, es wäre ein ernstes Drama, ein schwieriges Drama. Dachte ich ehrlich gesagt auch, aber wirklich aber das sehr charmant. Ist das nicht eine Apple-Produktion? Oder wo läuft das? Amazon Prime. Okay, irgendwo hatte ich das gesehen und dachte, ach, der ist jetzt auch schon. Nee, der ist bei Amazon. Okay. Ja. So, Gregor. Tja, ich habe American Fiction geschaut. Nein, aber nicht ganz fertig. Also ich habe gestern angefangen, nur ein bisschen Zeit gehabt. Ich will noch ein bisschen was nachholen vor dem Oscast. Habe leider dieses Jahr nicht viel von den Oscar-Filmen schauen können. Was fehlt dir denn noch? Fast alles. Oh. Ich habe also richtig geschaut, habe ich nur Barbie, muss ich sagen, okay. Von den Bestnominierten. Da waren einfach zu viele Games rausgekommen, die lange Zeit in Anspruch nehmen. Ich will mir auf jeden Fall noch Oppenheimer endlich mal genehmigen, weil das habe ich leider im Kino verpasst, als er gelaufen ist. Und Killers of the Flower Moon, das sind diese ultralangen Filme immer, die ich einfach dann aufbrechen muss. Aber Killers kannst du in einem Rutsch gucken. Ich immer schön vorspringen. Okay, kannst du Casino in einem Rutsch gucken? Ich habe es schon seit sehr vielen Jahrzehnten nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Okay. Ich wollte damit so sagen, es gibt Filme, die kurz noch mal zu ergänzen. Ja, ich will also American Fiction gucke ich heute Abend zu Ende, aber ich habe die erste Stunde geschaut, kann ich alles beipflichten, was du gesagt hast. Ich hatte so ein bisschen Gedanken, weiß nicht, wer noch Hollywood Shuffle kennt von Anno dazu mal her, Robert Townsend, glaube ich, der Schauspieler, was ein bisschen dann so auch so der Abgesang auf die wieder entsprechend so Kultur, afroamerikanische Kultur im Kino verkörpert wird dann gewesen ist und so fühlt sich wie ein bisschen modernerer Kommentar hier wieder an. Aber fand ich auch, Jeffrey Wright spielt gut. Auch durchaus, auch die dramatischen Szenen fand ich eigentlich ganz nett, die bisher gelaufen sind. Und das könnte durchaus spannend sein. Ansonsten, ich war in Dune. Am Montag Dune 2. Und was sagst du? Gefühl mir besser als der erste, muss ich sagen. Ich bin jetzt kein Riesenfan der Vorlage. Also ich habe die Bücher jetzt nicht gelesen. Ich habe den Lynch-Film geguckt. Das war so ein Film aus meiner Kindheit. Ich finde es immer so schwierig. Ich finde, die fühlen sich fast alle nie wie richtige Menschen an, sondern mehr so, alle Personen werden dann von höher getragenen Idealen irgendwie motiviert. Paul Atreides oder so wie er von Timothée Chalamet dann gespielt wurde. Ich gedacht, so ein Robert Pattinson hätte einen besseren Job gemacht. Okay, ja, ich mag Chalamet, aber irgendwie hat er sich körperlich verändert, weil ich habe vor ein paar Tagen noch mal. Du meinst, dass er jetzt kein dünner Twink ist? Ich fand das total sympathisch, weil er auch Paul Atreides ja im Buch auch erst 15 ist, glaube ich, dass er. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt er ist, 23, aber der geht locker als 15, 16, 17 durch. Mhm. Und ich dachte mir, oh, mal gucken, weil da sind ja 3 Jahre jetzt, glaube ich, vergangen, ne? Also in unserer Welt. Und ich weiß nicht, ob das 10 Jahre in der Geschichte sind. Ich habe Dune 2 noch nicht gesehen. Nee, der Film schließt nahtlos. Nahtlos? Ja. Ach so, nee, dann vergiss. Ja. Dann übrigens. Also, ich hätte das cool gefunden, wenn er jetzt. Also, es ist natürlich der Part der Geschichte, der dann nochmal ein bisschen mehr die Wandlung von Paul Atreides dann zeigt und zum wie wir es religiösen Anführer nennen, wie auch immer. Und irgendwie hatte ich immer so im Hinterkopf das Gefühl, da ist jemand, der eine Rolle spielt, anstatt dass er die Rolle verkörpert. So in dem Fall. Nee, die Schauspieler sind durchweg aber durch die Bank wirklich gut dann sonst. Ne? Ich mochte dann Dings da Elvis als Sting. Austin Butler, ja. Austin Butler hat Elvis als Sting ist gut, ja. Ja, ja. Elvis als also Sting. Die Rolle, die Sting im Lynch-Film verkörpert hat, von, wie ist er nochmal? Fate. Fate.
ja, dann Fate Harkonnen, wo sie das war auch gut aufgebaut von wegen, weil das Duell war ja auch etwas, das haben sie auch, war auch schön wuchtig, sowas gefällt mir immer. Ich müsste mir echt mal den Lynch-Film nach der langen Zeit wieder angucken. Ich fand beim allerersten Film dann so, dass ich hatte so das Gefühl, der ist bildgewaltig und tongewaltig oder sowas, aber der hat mich irgendwie emotional nicht abgeholt, warum auch immer. Und hier konnte ich mich ein bisschen mehr drauf einlassen. Ich glaube auch speziell, weil die Rolle von Chani heißt sie dann, ne? Die also von Zendaya verkörpert wurde. Mhm. Die ist auch um einiges intensiver und stärker als jetzt hier Sean Young im Original gewesen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen von der Rolle anders oder wie diese Rolle verkörpert wird, was da storymäßig abgeht. Ich bin jetzt interessiert daran zu sehen, wenn wir in 6, 7 Jahren dann Teil 3 bekommen. Ja, ich meine, vielleicht Chalamet in Bart. Ich glaube, das geht schneller. Ich glaube auch, es geht schneller. Weil die sehen, was das für ein Riesenerfolg war. Die haben ihn sowieso auf Optionen wahrscheinlich. Aber er will ja erst mal einen anderen Film machen. Mhm. Dann dreht er jetzt wieder so einen kleinen, künstlerischen, coolen Film, um mal ein bisschen wieder runterzukommen. Ja, aber ich glaube schon, dass es nächstes Jahr, nächstes Jahr wird direkt wieder losgehen. Gerade, ich habe die Vorstellung im Savoy mitgenommen, in 70 mm. Ist ganz geil, wenn man das dann wieder mitbekommt. Es ist einfach so ein Bild. Ist Englisch oder Deutsch? Ja, Englisch. Ja. 70 mm, ja. Savoy. Im Savoy, ja, ja. Also sollte zum Glück noch einen Platz bekommen. Das ist irgendwie so seit Wochen überall alles rappelvoll da immer. Und es lohnt sich echt gerade so Bild- und Tongewalt, einfach auch Musik und alles ist einfach so, es bläst über dich hinweg. Was ich mich gefragt habe, ist das komplett gleiche Team? Also gleiche Kamera? Ja. Ja? Ja, also. Weil das fand ich früher hättest du das nicht gemacht. Nicht, oder? Aber heute? Nee, ich meine jetzt die akustischen Effekte und so. So. Das Ton. Ich meine, das Sounddesign haben sie ausgetauscht. Okay. Also neues Team. Ich glaube schon, ja. Okay. Also finde ich interessant, dass noch vor 25 Jahren oder so wäre das niemals die Regel zu sagen, guck mal, das ist das Team, das hat diesen Film hergestellt, das ist der Kameramann, das ist der Sounddesigner, das ist der die Musik macht, unabhängig vom Regisseur und den Darstellern. Und das funktioniert super. Wir machen das Gleiche mit dem gleichen Team. Die wissen alle, was wir machen. Die sind alle eingegroovt, ne? Früher war das anders, ne? Da haben sie gesagt, so, wem geben wir den nächsten Teil? Was will der daraus machen? Aber ja, hör dir gerne bitte die letzte Folge und den Zusatz, den wir mit Vidan aufgezeichnet haben, gerne an. Der war Stunt-Koordinator und Kampf-Choreograf bei Dune 1 und 2. Und der erzählt eine Menge. Ach ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Stimmt. Also wie gesagt, letzte Woche hatten wir ihn hier zu Gast und der hat echt eine Menge geilen Kram erzählt. Ja. Hat er erzählt, wie lange die da in der Büste waren? Ja. Wie viele Monate waren sie da? Weiß ich jetzt nicht mehr. Der hat zu viel erzählt. Ich weiß es nicht mehr, Andreas. Das habe ich mich nur gefragt. Aber weißt du noch, was du zuletzt gesehen hast? American Fiction, ne? Nee, ich habe ach so, ja, natürlich. Ich habe einen Film gesehen, von dem ich noch nie gehört hatte. Was? Noch nie. Kein Trailer gesehen, kein Bild, wusste nichts darüber. Ein Kumpel, sag ich schon. Irgendwer auf Twitter hat mich darauf aufmerksam gemacht und schrieb so, das wäre ein Guilty Pleasure von ihm. Ich so, okay, Paycheck von John Woo. Und ich so, von John Woo? 2003 mit Ben Affleck? That's terrible. Und ich dachte so, okay, und Uma Thurman und Aaron Eckhart und Paul Giamatti und da bin ich jetzt neugierig. Und dann habe ich raufgeguckt und dann las ich nur einen Satz. In dieser Geschichte wird eine Maschine erfunden, die in die Zukunft blickt. Und ich bin jetzt seit einigen Jahren ziemlich interessiert, was Physik und so ne, alles angeht. Nicht so, na, ja, bin mal gespannt, was die für eine Idee dafür haben, wie sie das machen. Ne, so, ja, die gucken mit so einem ganz großen Laserfernrohr einmal ins Weltall um die Biegung und zurück und sehen dadurch die Zukunft. Ich so, müssen sie ja nicht die Vergangenheit sehen? Na, egal. gut, interessant. Und deswegen habe ich mir den angeguckt. Also, das ist ein John-Woo-Film und der sieht genauso aus, wie man sich einen John-Woo-Film 2003 vorstellt, obwohl er wahrscheinlich noch eher ins Jahr 95 gepasst hätte, so stilistisch und darstellerisch. Also gerade Uma Thurman, die tut richtig weh, was sie da macht. So schüchtern und unsicher und muss dann ständig gerettet werden und so. Und Ben Affleck ist der Obercoole. Und hat er nicht so ein Motorrad, mit dem er so herumfährt oder so? Ich habe irgendwie noch so Nee, das erinnere ich jetzt nicht. Die Idee ist eigentlich ganz cool. Ben Affleck ist so ein Reverse-Engineer, der quasi Industriespionage betreibt, indem irgendeine Firma zum Beispiel ein ganz tolles neues Gerät von der Konkurrenz ihm gibt und dann sperren sie ihn irgendwie 3 Tage oder 3 Wochen, glaube ich, in so einem Labor ein und er Reverse-Engineert das, verbessert das, gibt das dann der Firma. Die sagen, oh, vielen Dank, jetzt müssen wir nur noch ihre Erinnerung löschen. Alles klar, dann wird kurz die letzten 3 Wochen gelöscht, sodass er nichts mehr darüber sagen kann. Und dann geht's weiter. Und dachte ich, okay, ist ein bisschen albern, aber irgendwie noch nie gehört. So, und dann bekommt er den Auftrag von Aaron Eckhart. 3 Jahre.
3 Jahre für ein ganz tolles Projekt. Und er darf natürlich nicht wissen, worum es geht. Und dann kommt er hin und dann reden sie darüber, wie sie es machen wollen. Und sagt er, na gut, okay, alles klar. Setz dich in die Maschine, pip, mach die Augen auf. So, die 3 Jahre sind um. Vielen Dank, hier ist ihr Geld. Auf Wiedersehen. Er so, das ist so komisch. Ich würde mal gerne wissen, was ich die letzten 3 Jahre gemacht habe. Also, das ist insgesamt nicht so verkehrt, aber es ist so furchtbar klischeebelastet. Jeder Satz, jede Einstellung, jeder Blick, die spielen alle so schlecht, als würde der Regisseur John Woo nicht verstehen, wie amerikanische Schauspieler funktionieren und versucht irgendwie seinen asiatischen Stil da reinzudrücken, obwohl er in den 90ern eigentlich gemerkt haben muss, dass es nicht immer hundertprozentig so funktioniert. Aber ich war trotzdem gut unterhalten. Der hat 25% auf Rotten, glaube ich. Ich war positiv, ja. Ich dachte so, ja, es tut weh. Aber ich war trotzdem neugierig und habe bis zum Ende geguckt. Paycheck von John Woo von 2003. Ich habe den damals geschaut. Nicht im Kino, auf der Videothek ausgeliehen noch, als es noch Videotheken gab. Hab auch nie was davon gehört. Fast alles vergessen, jetzt kommen so langsam die Erinnerungen zurück. Ich weiß, dass er mir ein bisschen besser als Six Day gefallen hat, wenn man so auf High-Concept-Sci-Fi-Filme aus der Ära ungefähr mal schaut. Aber die waren beide beschissen. Ja, also das ist ein schlimmer Film, aber irgendwie auch hat trotzdem interessante Aspekte. Naja, er war halt das, was er heißt, ne? Ja. Ich glaube, das ist auch der letzte John Woo-Film, bis er dann für dieses Soldatendrama zurückkam. Nee, das war der letzte. Nee, das war nicht John Woo. Windwalkers? Ich meine, Windwalkers ist mit Cage und ich meine, Windwalkers ist früher gewesen. Das war wirklich, glaube ich, der letzte Film, den er gemacht hat. In Amerika. Aber es ist. Und dann war für ihn halt auch die Schnauze voll, ne? Also, ja, aber ist auch kein Wunder. Ich meine, das sind so oft Momente in diesem Film. Zum Beispiel, ich meine, wir sind im Jahre 2003, ne? Und dann gibt es plötzlich eine Actionsequenz in so einem Einkaufszentrum. In so einem bunten Einkaufszentrum. Und ich so, wieso? Was ist denn das? Sind wir hier in den 80er Jahren? Oder was ist das? Ganz komisch. Und dann fiel mir ein, ach so, warte mal, das ist John Woo. In Japan oder wo auch immer John Woo herkommt, hätte er wahrscheinlich in diesen wilden Einkaufspassagen, diesen bunten Grillen, da hätte er das gemacht. Und dann dachte ich, ja, mach ich sowas halt in Amerika. Und dann bist du plötzlich in einer Einkaufspassage. Und so denkst du, das passt irgendwie gar nicht. Also es sind so ein paar Ideen da drin, die nicht sich richtig, wo die Transferleistung nicht funktioniert. Es ist vor allem viel schlimmer zu sehen, wenn du halt typische John Woo-Szenen gerade in der Action beobachtest. Im Finale, da kämpfen sie ja in so einem Gewächshaus, beziehungsweise da in diese geheimen Forschungslabor. Es kommt alles zurück, wie schlimm. Und dann sind sie ja da in diesem Gewächshaus und auf diesen ganzen Traversen und so weiter und so fort. Und du siehst halt immer wieder, wo mal ein Bild ist, das typisch John Woo ist. Aber das befindet sich dann halt unter mindestens 10 anderen, die halt eben nicht John Woo sind, sondern halt Studio. Die sagen, nee, das muss so und so und so und so sein. Das versteht sonst wieder keiner und was weiß ich. Ich finde den Film auch irgendwie auf seine Art und Weise unterhaltsam. Ich habe zwar nie verstanden, warum Ben Affleck da dieses komische Damit Spiel sie am Ende ein Argument haben, dass er mit diesem Stangen kämpft. Ja, ich dachte auch am Anfang, es ist so durchschaubar, ja. Also auf einmal aus dem Nichts, das ist ein Ingenieur, ja. Und auf einmal gibt es eine Kampfsequenz, so eine Ninja-Kampfsequenz, wie er im Training ist mit seinem Kumpel, Paul Giamatti. Und er ist, ja, und jetzt noch da und jetzt schlag da hin, schneller. Ninja Paul Giamatti. Ja, und du denkst so, was soll das denn jetzt auf einmal? Ach so, und dann denkst du nach, ach so, das gibt natürlich am Ende, brauchen sie fürs Finale, um zu erklären, warum der mit so Schlagstöcken umgehen kann. Aber ich meine, du brauchst dir nur anzugucken, wenn er das erste Mal Uma Thurman begegnet. Das ist der größte Kitsch aus den 50er Jahren. Weißt du, in Zeitlupe, er so guckt und dann dreht sie sich um. Oh, und dann gucken sie sich 10 Sekunden in Zeitlupe in die Augen. Wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? Du denkst wirklich so, das kannst du doch. Du kannst doch nicht während der Abnahme da sitzen. Genau so ist perfekt. Das sind genau die richtigen Emotionen. Die beiden sind perfekt. Diese Szene funktioniert. Moment, versteh mach nicht. Es länger. Mach's länger. So, das aber egal, wir wollten ja nicht so lange jetzt von was haben wir gestern gesehen. Aber du hast damit quasi das Wesen des, sag ich mal, John Woo abseits der Action. Ich hatte das Gefühl, Begriffen. Für mich war das gleiche wie Mission Impossible 2 so ein bisschen. Genau. Weil was so Fremdscham angeht, denkst du, oh Leute, das ist zu doll. Und ja, so. Ich meine, heute reden wir darüber, dass Postmodernismus jetzt langsam ein Ende findet, dadurch, dass die Inder das wieder machen, dieses Todernst, auch wenn es eigentlich albern ist, aber Todernst durchziehen und glaubwürdig durchziehen. Bei den Indern mögen wir das irgendwie. Aber diese John Woo-Filme, ich habe da das Gefühl, ja, davon, wann ist der? 2003 oder was? Der sieht aus und fühlt sich an, wirklich 10 Jahre früher. Der sieht aus, denkst du so, das kann doch nicht sein, 2003. Ich glaube, und da gibt's, ach so, und dann bin ich fertig. Und da gibt's eine Actionsequenz, Highway, Verfolgungsjagd mit Motorrädern und Autos und nicht so. Moment mal, Matrix Reloaded,
gleiches oder nächstes, also sie haben es quasi gleichzeitig gedreht. Da kannst du mal sehen, was John Woo aus seiner Verfolgungsjagd macht und was die Geschwister, die Wachowski-Geschwister aus dieser unglaublichen Highway-Szene da gemacht haben. Es ist wirklich Tag und Nacht. So. Im John Woo ist das albern, die fahren auch noch total langsam. Es ist überhaupt keine Dynamik drin, keine Action, keine großen Gefühle. Und die Szene in Matrix 2 ist eigentlich die einzige, die richtig ballert, finde ich. Ja. Also Highway-Szene. Ja. Auch wenn es tricktechnisch nicht 100%. Egal. Gut. Hätten wir das abgehakt. Oh, mir ist so kalt, echt. Kalt? Ja, ich war die ganze Zeit draußen. Nee, mir ist auch kalt. Beweg dich mal ein bisschen mehr, ja, ne? Vielleicht müssen wir hier die Rohre mal ein bisschen. Ich meine mit dem Stuhl. Pass auf, wir ballern, versuchen die Rohre mal ein bisschen anzuschieben hier, hochzuheizen und ihr guckt euch derweil mal unseren Supercut für diese Woche an. Gier. Das Wunderland hat eine Doku bekommen? Ja, das Wunderland hat eine Doku bekommen, wobei Doku wohl nicht der richtige Begriff ist. Wunderland vom Kindheitstraum zum Welterfolg ist eine Art Porträt über das Wunderland, aber nicht unbedingt. Also über die Brüder dann wahrscheinlich. Ein bisschen, also der Fokus ist schon auf den Brüdern, allerdings sieht man auch immer diesen Chefbauer, ich weiß leider den ist Namen Argentinier nicht. Argentinier oder Brasilianer? Nee, oder? Die kommen auch noch, diese argentinische Familie Martinez, die halt dann jetzt hier dieses Rio-Projekt mit den Brüdern zusammen oder mit dem Wunderland zusammen realisiert haben. Die sind auch ein großes Thema in diesem Beitrag. Wie gesagt, wenn man da reingeht und eine richtige Dokumentation erwartet, die alles erklärt, wie es damals losging und so weiter und so fort, dann ist man wahrscheinlich enttäuscht, denn es springt schon sehr hin und her zwischen A, den Personen Garrett und Frederik Braun, zwischen den Mitarbeitern, die da mitspielen oder die da mithelfen und halt eben dem Erlebnis mit dieser Familie Martinez. Also es sind so drei Handlungsebenen, würde ich sagen. Und dazwischen gibt es halt immer wieder echt wirklich großartige Aufnahmen von eben dem Wunderland. Sieht auch echt cool durch aus, das ne? So zwei kleine Miniaturfiguren, die Brüder darstellen sollen, wandern und halt immer so einzelne Stationen werden dann halt beleuchtet. Okay. Aber ich finde das so toll, dass sowas überhaupt existiert, ne? Dass jemand vor 20 Jahren gesagt hat, weißt du was, ich mag Eisenbahn. Lass mal hier eine Eisenbahn bauen, eine große Eisenbahn. Das interessiert die Leute, meinst du? Ja, meinst du? Also interessiert das die Leute? Ja. Und dann bauen die drauf los und hören einfach nicht auf mit Bauen. Und jetzt haben sie die größte Eisenbahn der Welt, glaube ich. 6 Weltrekorde halt. So geil. Und die Leute strömen rein. Die auf der ganzen Welt kennen die 1,4 Millionen Besucher pro Jahr. Ja. Du musst im Vorfeld planen. Du kannst da nicht spontan hingehen. Es ist immer voll. Ja. Immer ausgebucht. Ich war am Montag da. Wir haben am Montag ein Interview mit dem Frederik Braun geführt und haben eine Schnitzeljagd durchs Miniaturwunderland gemacht und haben uns die ganzen Filmanspielungen, die dort verbaut sind. Dreht? Ja. Super. Kommt am Sonntag, könnt ihr euch am Sonntag angucken. Perfekt. Ja, da gibt es dann halt, wie gesagt, unsere Schnitzeljagd und halt unser Interview mit Frederik Braun, das sehr aufschlussreich war, muss ich sagen, denn ich habe halt gefragt, für wen ist das? Weil die haben halt einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Und man kann sich diese ganzen, sag ich mal, Arbeiten und kleinteiligen Fummeleien und so weiter, die kann man sich über den YouTube-Kanal oder halt über dieses Social-Media-Auftritt von denen, kann man sich wirklich noch und nöcher geben. Also die sind schon seit Jahren, machen die das und haben eine riesengroße Followerschaft und gehen da halt all in mit den Einblicken in dieses Miniaturwunderland. Und ich habe ihn halt gefragt, wofür das gedacht ist. Weil Leute, die halt eine richtige Dokumentation erwarten, kriegen sie nicht wirklich. Mhm. Okay. Und Leute, die halt schon Jahren denen folgen auf YouTube oder sonst irgendwo, kriegen nichts Neues. So, und sie sagten halt, naja, diese Macher von der Doku kamen halt an. Das sind auch die, die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Michael Schumacher-Doku gemacht haben.
glaube, ja. Und, war die gut? Bitte? War die Hand wirklich gut? Ich habe die nicht gesehen. Ich meine schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die gesehen habe. Ich bin unsicher. Aber ich habe mich bisher nicht getraut. Das ist zu emotional aufgeladen für mich. Ja? Ach so, ja, da steckst du so tief da drin, ne? Ja. Das wäre ein bisschen hart jetzt. Also ich werde die noch mal gucken. Aber kleiner Tipp übrigens, ab April gibt es dann die Monaco-Strecke im Miniaturwunderland. Ja, genau. Das haben sie auch. Das sieht man, halt. Das sieht schon Hammer aus. Ja, das sieht man in der Doku auch, wie sie da daran verzweifeln so ein bisschen, ja, weil es wohl echt aufwendig ist, das zu machen. Diese Schallzentrale habe ich jetzt auch so erstmals richtig mitbekommen. Das, ist schon, das muss ja auch gigantisch sein, oder? Das ist schon ein beeindruckender Apparat, den sie sich da, also ein beeindruckendes System, was sie sich da aufgebaut haben. Dass alles auch funktioniert. Da muss doch jeden Tag x Sachen müssen auch da kaputt gehen oder umfallen. Oder? Sind, glaube ich, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, sind es 400 Mitarbeiter mittlerweile. 400? 400? Ja. Wow. Ist das nicht geil? Vor 20 Jahren, wie gesagt, wenn man mir das erzählt hätte, gibst du mir dein Geld, ich baue eine Eisenbahn, eine große Eisenbahn. Und vor allem haben die jetzt, haben sie sich noch ins Nebengebäude, haben sie sich eine Virtual Reality Stage gebaut. Mhm. Da kriegst du Sensoren an die Füße und an die Hände und eine Weste. Und dann wird quasi suggeriert, dass du schrumpfst. Mhm. Ach cool. Und dann kannst du als geschrumpfter Mensch, kannst du halt durch die Durch die echten. Also die Kamera bewegt sich quasi dann. Genau, du läufst halt so gesehen durch die, naja, ich denke mal, sie sind nicht. Oder ist CGI? Ohne, ich denke mal CGI. Okay, aber trotzdem ist es. Aber ja, aber du bewegst dich halt in der virtuellen Realität durch diese Sets, die da halt im Miniaturwunderland stehen. Super Idee, super Idee. Aber auch wieder sowas, das kannst du anbieten. Und normalerweise sagen dann von 10 Leuten 8, nee. Weißt du? Nee. Ja. Und die werden halt mittlerweile auch von aller Welt irgendwie angefragt für internationale Projekte dieser Art. Und sie sagen jedes Mal nein. Ich sagte, ey, der hat gesagt, da kamen Leute an, die haben Summen genannt. Mit Nullen, die konntest du gar nicht mehr zählen. Und sie haben jedes Mal nein gesagt. Weil sie ja, ich meine, die lassen ja auch hier, als glaube ich, als die syrischen Flüchtlinge ankamen, haben sie, glaube ich, immer gesagt, sonntags oder so. Jeder, der kein Geld hat, kann trotzdem rein. Da muss an der Kasse dann sagen, ich kann es mir nicht leisten. Und sagen sie, in Ordnung, dann gehen sie rein. Dachte ich, das war dieser geile Typen, echt. Ja, cool. Sag mal, habt ihr Eat the Film, dieses Restaurant, mitbekommen? Ja. Habt ihr schon drüber gesprochen? Hab ich schon angeleiert hier. Also, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber wir sind. Aber ich komme da gerne mit. Ich bin da sehr neugierig, falls das geht. Also, ist aber so, muss man wohl lange im Voraus reservieren. Und als ich kürzlich daran vorbeigegangen bin, auf dem Weg zur U-Bahn, war eine Schlange vor dem Laden. Also es ist wohl wirklich gut. Ich bin immer so toll. In meiner Welt, wo ich herkomme, in Lübeck, wird das niemanden interessieren. Das ist so toll, in so einer Großstadt zu leben. Da gibt es Menschen, die sich für sowas begeistern können. Nur zur Erklärung, Eat the Film ist ein Restaurant, das hier bei uns in der Nähe, hier in Hamburg gerade, oder ich weiß nicht, schon etwas länger eröffnet hat. Mhm. Und die machen halt alles thematisch an Film ausgerichtet, an Essen. Also es gibt halt das Ratatouille-Menü oder sonst irgendwas. Genau, aktuell gibt es das Ratatouille-Menü. Es wurde auch auf den März ausgeweitet. Genau. Und ja, er freut sich wohl rege Beliebtheit. Und ich hoffe, wir werden irgendwann mal vielleicht sogar hier mit dieser Sendung vorbeischauen können. Ja. Das wäre natürlich schon ganz geil. Interessant. Ja, um mal so ein bisschen zu checken, was die da so vorhaben, was die da so machen. Ja. Im ersten Moment dachte ich, in Amiland gibt es ja auch so dann diese Kinos, wo du dir was richtig servieren lassen kannst, wenn du in so einem Kinosaal dran bist. So richtig mit. Auch. Hattest du einen Knopf? Kleine Lampe? Hatte so einen Knopf und dann war hinten so eine Bar und dann kam die Bedienung nach vorne und dann konntest du was bestellen und dann hat die dir das Essen oder die Süßigkeiten oder das Eis oder den Kaffee oder das Bier gebracht. Weiß nicht, also ob mich das 80ern. Nerven würde, ehrlich gesagt. Ja, ich vermisse das heute, also das ist schon ganz cool. Ja. Was hast du? Ja, für mich war es dann doch auch eher Werbefilm als Doku. Aber hast du ja schon gesagt, dass das auch gar nicht unbedingt eine klassische Doku sein sollte. Und ich finde es auch spannend, was du erzählst, dass du einen von den beiden oder dass ihr einen von den beiden getroffen habt. Weil das wäre auch so ein bisschen ein Kritikpunkt von mir. Ich finde, das ist alles, die sind schon sehr von sich selbst überzeugt. Und das hat, finde ich, bei mir leider nicht den sympathischsten Eindruck hinterlassen. Aber du hast im Vorfeld schon gesagt, das könnte das Interview, das du geführt hast, ein bisschen relativieren tatsächlich. Ja, also ich guck's dir an. Das werde ich auch machen, weil diese ganzen Panoramen von dieser Anlage sind halt wahnsinnig, wirklich großartig. Und man muss ja sagen, sie können sich ja auch was drauf einbilden auf ihren Erfolg. Niemand, also das muss man ja auch sagen. Niemand hat sowas geschaffen auf der ganzen Welt bisher. Nur für mich hat insgesamt das leider nicht so über die Sympathieschiene funktioniert, sondern mehr über die professionelle Schiene. Und deshalb war das nicht so ganz mein Film. Aber wie gesagt, ich werde mir das Interview anschauen und dann werde ich es vielleicht ein bisschen relativieren. Also ich muss auch sagen, was mich an dem Beitrag, an dem Film oder an dem Porträt von mir aus, was mich da so ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, das war halt die Musik. Ich fand, die haben halt wirklich, die legen unter jede Szene, legen sie eine sehr emotionalisierende Musik. Das hätte mal hier und da ein bisschen einfach weniger sein können. So. Ich fand,
Die Musikspur, die drückt halt echt sehr, es trägt sehr dick auf. Mhm. Ja. Aber ansonsten, ich habe das Ding gesehen und ich meine, ich war schon im Miniaturwunderland. Ich habe dann mit meiner Frau nochmal gesprochen, wann wir das letzte Mal da waren. Ich dachte eigentlich, mein Sohn wäre älter gewesen, aber nee, der war noch echt relativ jung. Und ich habe jetzt nach dem Film, muss ich sagen, habe ich richtig Bock gehabt. Das habe ich auch, ja. Das sollte der Film auch machen. Mit den Kindern wieder dahin zu gehen. Und jetzt, als ich am Montag da war, um da diese Schnitzeljagd durchzumachen, habe ich auf jeden Fall noch mehr Bock, mit meinen Kindern noch mal dahin zu gehen, weil ich will seit einem halben Jahr mit meinem Neffen dahin gehen. Ja, mach das. Unbedingt. Ja, findet man einen Termin, der passt. Und dann, ja, wie gesagt, das Ding ist immer ausgebucht. Ne? Das ist halt voll, ja. Ja, ist halt voll. So, dann haben wir einen deutschen Film, der heißt Der dritte Gast. Da geht es um ein frisch verliebtes Ehepaar, das sich, sag ich mal, irgendwo in der Herberge einquartiert. Und das heißt, sie sind wohl die einzigen Gäste. Aber dem scheint nicht so. Denn da ist dann plötzlich dann doch noch etwas da oder wie und so. Ich weiß es nicht. Der Film ist ein kleiner deutscher Genrefilm. Der Regisseur Malte Wirz, wir hatten mal mit dem irgendwie auch was zu tun im Rahmen der Genrenale. Denn einer seiner Kurzfilme hat auf der Genrenale auf jeden Fall abgeräumt. Und wie gesagt, hier, dieser Film kommt jetzt über unsere Kollegen von Dropout Cinema in deutsche Kinos. Ich weiß, dass er bislang vor allem in Berlin gespielt wird. Ich weiß leider nicht, wie es im Rest von Deutschland aussieht. Ich habe den Film auch leider noch nicht gesehen, weil irgendwie haben wir keinen Screener dazu bekommen. Oder beziehungsweise gab es zu dem Zeitpunkt, als ich angefragt hatte, keine Screener. Ich würde mir aber trotzdem gerne mal angucken, weil er mit sehr minimalen Mitteln entstanden wohl ist und ja, trotzdem Genrefilm ist. Mhm. Und vielleicht, ja, wird er halt in Deutschland noch irgendwie gezeigt, aber ich habe mir gedacht, komm, bevor wieder keiner auf irgendwie so einen kleinen deutschen Genrebeitrag aufmerksam macht, machen wir es. Ja, das finde ich immer sehr sympathisch. Ja. Deswegen, also ich kann nicht da viel dazu sagen, aber vielleicht läuft er ja bei euch irgendwo in der Nähe. Ich weiß halt auf jeden Fall, in Berlin wird er in 2, 3 Kinos gezeigt. Und ist, glaube ich, halt einfach ein Gruselfilm, so ein bisschen. Okay. Ja. Haben wir lange nicht mehr gehabt, oder? Deutschen klassischen. Ja, wir hatten jetzt vor einiger Zeit schon noch mal einen. Ja, ich meine jetzt nicht Horror oder Schocker, sondern richtig klassisch Gruselfilm. Schlaf. An den musste ich auch gerade denken bei der bei ja, es dem gab Trailer jetzt, so ein ja, bisschen. Es gab das jetzt ist aber schön hier, das Lied. Sowas mag ich ja eben. Ja, aber es gab vor einiger Zeit, ich meine, guck mal, sieht auch okay aus, ne? Ja, ist eine GoPro, ne? Oder? Ja, aber ist doch immerhin mal wieder ein bisschen. Ja, ja, klar. Es gab vor einiger Zeit noch einen Horrorfilm, ich glaube von Konstantin-Film oder so, der auch irgendwas. Sweet Home? Ja, Home Sweet Home, genau. Mit Nilam Farooq? Genau. Ja, stimmt. Ja. Ja, so, das ist aber dann schon alles. Nee, Quatsch, ich bin ein Idiot, tut mir leid. So, dann wären wir für den beim größten Film für diese Woche. Ich weiß es sind nicht. Sind das die Nachwirkungen des Streiks noch so ein bisschen, dass jetzt aktuell irgendwie. Ich denke eher, das ist die Angst vor Dune, beziehungsweise. So, ja. Stimmt. Ja, also ich denke mal, kein großer Titel wird jetzt erstmal laufen, sondern die werden jetzt erstmal die ganzen kleinen Titel raushauen. Und das ist auch für mich die perfekte Erklärung, warum jetzt Drive Away Dolls kommt. Der neue Film oder beziehungsweise der erste Solo-Film von Ethan Coen. Der dreht jetzt halt erstmals ohne seinen Bruder Joel, der ja schon zuvor diesen Macbeth gemacht hat, alleine. Und hier erzählt er die Geschichte von zwei jungen Frauen, die ja zur Oma von der einen fahren wollen nach Tallahassee, Texas. Und damit sie da hinkommen, wollen sie ein Auto überführen. Also sie suchen sich halt so eine Firma, die sagt, ey, das und das Auto oder das und das Fahrzeug muss da und dahin gebracht werden. Und sie finden halt jetzt halt eine Firma, in der ein Auto nach Tallahassee überführt werden soll. Und das nehmen sie. Problem ist, in diesem Auto befindet sich ein Koffer. Und auf den haben es mehrere Gangster abgesehen. Der Koffer, ne? Bitte was? Der Koffer, ne? Da befindet sich ein Koffer. Ich werde jetzt nichts weiter dazu sagen. Ja, okay. Ja, es befindet sich ein Koffer in diesem Auto und auf den haben es halt mehrere Gangster abgesehen. Und die ja, geraten jetzt so ein bisschen in Verzweiflung, weil diese beiden Damen gerade angestrebt durch Jamie, dargestellt von Margaret Qualley, sämtliche Lesbenkneipen und Liebessituationen auf dem Weg mitnehmen wollen, die sich ihnen so bieten. Klingt gar nicht so Coen-artig, ne? Oh, doch, ist schon sehr Coen. Also, hast du gesehen schon? Ich habe gesehen. Es ist schon Coen-light. Also der Trailer fühlt sich schon sehr Coen-artig an, muss ich sagen. Entschuldigung, ist das die rechts nicht die Tochter von Angie McDowell? Ja. Okay. ja. Und darum geht's. Okay. Ja. Also geht vor allem um die beiden. Es geht hier um die Jamie und ihre Freundin Marion, die gespielt wird von Geraldine Viswanathan. Ganz schön cartoonartig, ne? So die Bewegung und so.
Es ist auch eine fast schon cartooneske Welt. Ja, ja, es ist schon wirklich sehr skurril. So, hat, ja. ist, genau, ist mir jetzt irgendwie auch gerade aufgefallen. Also gerade hier, da gibt's diese Szene mit Pedro Pascal, da habe ich auch gedacht, soll das jetzt ein Film im Film sein? Genau, das dachte ich auch, ja. Also weil das so ein bisschen alles... Er spielt wirklich total wie im Cartoon. Ja, ja, ja. Mhm. Alles eine Spur drüber und so weiter. Aber das zieht sich durch den ganzen Film so. Ich krieg so leichte Arizona Junior Vibes. Ja. Ganz leicht. Ja. Ja, ganz leicht. Aber wie gesagt, bis zu Arizona Junior oder Hudsucker oder Big Lebowski fehlt halt leider doch entweder eine ganze Ecke oder ein ganzer Bruder. Oder eine Hälfte. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht. Er ist nicht so der alle, aber er ist auch nicht wirklich schlecht so, beziehungsweise ich fand ihn sehr kurzweilig. Ja, kurzweilig. Ja, aber man hat ja gewisse Erwartungen, wenn du den Namen Cohn hörst, auch wenn es nur 50% davon sind. Aber denkst du, mal gucken. Ja. Also ich bin jetzt auch überrascht, dass das eher, dass es offensichtlich bei euch jetzt noch nicht so 100% überzeugend war. Also ich fand den sehr kurzweilig, ich fand ihn echt unterhaltsam, ich fand ihn halt sehr wild und durch diese Wildheit, diese Unberechenbarkeit, hat das hat für mich den Reiz so ein bisschen ausgemacht. Mhm. Also es ist schon eine recht anarchisch. Eine recht, ja auch, aber schon eine zurechtgestutzte Fantasiewelt, in der das hier auch spielt. Also alle Frauen, die in diesem Film mitspielen, sind lesbisch. In dem Film zum Beispiel. Mhm. Und es ist generell ein sehr sexualisierter Film, ja. Muss man auch sagen. Aber die Figuren, wie damit gespielt wird und auch dann wiederum das Männerbild, das da hervorgekramt wird, ohne irgendwie zynisch zu sein, sondern es ist einfach die Welt, in der es spielt. In dieser Welt sind alle Frauen Lesben und alle Männer Trottel. Und ich mag das Konzept schon mal. Und das ist halt das Konzept. Der Film hat keine politische Aussage, null. Das ist einfach die Welt, die sich Ethan war es, ne? Die sich Ethan Coen hier überlegt hat. Und ich fand das super sympathisch. Auch wenn es selbst mir teilweise ein bisschen zu derb war, muss ich sagen. und man kann immer drüber streiten, inwiefern das halt dann letzten Endes doch eine Männerfantasie ist vielleicht. Aber bisher, was ich mitbekommen habe, so da haben sich vor allem die Männer drüber beschwert, dass es eine Männerfantasie ist. Und die Frauen fanden es eigentlich alle völlig in Ordnung. Voraus allen der Gehorsam. Ja, ja, genau. Also ich fand den wirklich echt, echt lustig. Ich habe schade, dass, also das kann man sagen, es ist kein Film für Pedro Pascal-Fans. Der hat einen Auftritt von 2 Minuten. Ach so. Der ist überall anders schon mit dabei. Dann ja, ist auch ja. Ja, das stimmt. Aber nee, ich mochte den. Habt ihr den Mansplaining-Tweet von Mickey Beisenherz heute Morgen gelesen? Mansplaining 3.0. Meine Frau erzählt mir gerade, dass ein Taxifahrer sie angehupt hat. Scheibe runter an der Ampel. Was will er? Licht anmachen, vergessen, Blinker anlassen. Freundlich erklärt der Mit-50er. Arme durchstrecken am Lenkrad. Hey, hey, bleib, komm mal her, bleib mal stehen. Arme du stehen. Ich mein ja, whatever floats your boat, ey. Ja, genau. Naja, aber ich fand ein bisschen For Quali fand ich ein bisschen anstrengend, weil ich habe ihr den Südstaaten-Akzent, den habe ich ihr nicht so wirklich abgenommen. Den presst die da immer sehr, sehr, sehr hart raus. Irgendwie, das war nicht so mein Ding. Und wie gesagt, sie schmeißen so ein bisschen Psychedelik à la Big Lebowski rein. Man hat so ein paar Verstrickungen, wie jetzt in Fargo oder eben halt in Arizona Junior und sowas. Also, aber wie es halt irgendwie alles zusammengeführt wird oder sich letztendlich auflöst und ein bisschen noch von der Schwärze und dem Biss, der fehlt halt so. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, der ist kurzweilig, der tut auch keinem weh. Man soll vielleicht die Erwartungen nicht allzu hoch hängen, weil es halt wirklich auch nur die Hälfte Cohn ist, die hier am Werk ist. Aber dafür, wie gesagt, ist es eine der lustigsten seit langem mal wieder von den beiden oder von einem von den beiden und wahrscheinlich auch eine der sexualisiertesten. Ja. Ja. Okay. Gut, so, sexualisiert wird wahrscheinlich auch der nächste Film sein. Der startet direkt bei Amazon im Streaming. Ricky Stenicki über ein paar Jungs, die sich seit ihrer Kindheit einen imaginären Freund ausdenken, wenn sie wieder Scheiße ausbaden müssen. Also sie sagen halt immer, ey, das. Oh nein, nicht im Ernst. Oh nein, das ist ein Konzept für eine Filmidee von mir. Ja, Pech. Oh nein! Bist du zu spät. Das kommt davon, wenn du halt immer auf deinen Stoffen sitzen bleibst. Ja, das ist ein paar Jahrzehnte früher mal. Ich fass es nicht, ich fass es nicht. Wobei, ich habe den schon im Trailer gesehen. Ich habe schon alles gesehen, was ich wissen musste. Ich glaube auch, ja. Ich habe noch nicht gesehen. Oh, das ist so unfair. Scheißig. Wir hatten leider keinen Screener vorab. Aber ja, jetzt, wenn die drei Jungs da schon ein bisschen erwachsener sind und ihren Frauen immer noch von Ricky Stenicki erzählen, kommt halt der Zeitpunkt, an dem sie halt wirklich einen echten Ricky Stenicki präsentieren müssen. Und dafür holen sie sich. Wer ist es? John Cena. einen abgehalfterten Promi-Imitatoren namens Rod, der jetzt halt diese Rolle von Ricky Stenicki verkörpern soll, was wohl dann halt
eben aus dem Ruder läuft, denn Rock Hard ist, glaubt darin, die Rolle seines Lebens gefunden zu haben. Ich habe noch nicht gesehen, ich bin gespannt. John Cena ist so witzig, ne? Ich brauch nur einen Blick von dem sehen, ich muss schon lachen. Und auch Zac Efron ist in Comedies, der hat so ein gutes Timing und der ist so witzig. Es tat mir damals so leid. Ich verbinde ihn mittlerweile vor allem mit diesem furchtbaren Dirty Grandpa. Hm. Da war aber nicht er das Problem. Aber wenn man ihn sich so anschaut in, keine Ahnung, in Bad Neighbors beispielsweise, der ist so witzig. Also ich freue mich total. Baywatch war jetzt aber auch unbedingt seine Glücksstunde. Ja, jeder hat so eine Sache, die man lieber... Ja, sind schon zwei. Aber eine ernsthafte Version von, ist halt schwierig von ihm. Aber war Zac Efron das Problem von Baywatch? Baywatch an sich war das Problem. Ja, da war aber nicht Zac Efron das Problem. Aber Zac Efron war das Problem in dem Film, in dem er Orson Welles gespielt hat, zum Beispiel. War der Orson Welles gespielt? Wann wollte ich in so einem kleinen Film, ich glaube vor 5, 6 Jahren und so. Okay, ja. Das konntest du nicht angucken. Da musst du nach 30 Minuten ausmachen. Spielt dann so ein Theaterset und er ist halt Orson Welles und inszeniert halt ein Theaterstück. Aber ein junger Orson Welles, ja, warum nicht? Ja, ich dachte deswegen, sagte ich auch. Ja, ne? Aber also eigentlich bei dem Film, ich will mir den noch angucken, weil er sieht sehr nach John Cena aus. Ey, du, ne? Wie gesagt, weil John Cena spielt ich habe auch Bock, den kann man sich am Sonntag irgendwie richtig schön entspannt reinknuspern, so. Kein Thema. So. Das ist so, läuft im Doppelpack mit Caddyshack 2 auf ProSieben. Zum Beispiel. Dann haben wir Damsel auf Netflix. Eine Netflix-Eigenproduktion mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle. Jessica Lange spielt noch mit. Angela Bassett spielt noch mit. Ray Winston spielt noch mit. Und hier geht es um eine junge Prinzessin, die wird an einen schicken, tollen Prinz verheiratet. Den, ne? An ihn hier, genau. Die gehören zu einem reichen Königreich. Und weil ihr eigenes Königreich sehr arm ist, gehen sie auf diese Hochzeit ein. Aber dann gibt's halt ein spezielles Ritual. Und er sagt halt, komm, ich trag dich jetzt hier raus, Baby. Und was macht er? Er schmeißt sie in einen Abgrund. Nein. Und dort unten befindet sich ein Drache. Und im Gegenzug zu diesem Princess mit Zoe King bei, wo war das, Paramount oder Amazon oder Disney Plus war es, genau, wo eine Prinzessin sich aus einem Turm nach unten kämpfen muss, muss ich jetzt Millie Bobby Brown als Prinzessin aus einer Höhle nach oben kämpfen. Aber es ist nicht so, wie man auf den ersten Blick denken mag. Ja, beziehungsweise dieses Ritual, was da halt vollzogen worden ist mit ihr, ist wie gesagt nicht so, dass das, was man auf den ersten Blick denken mag, und beziehungsweise wie die Geschichte dann ausgespielt wird, ist auch nicht unbedingt das, was man auf den ersten Blick denken mag. Es ist auch nicht unbedingt die beste Geschichte oder haut dich richtig wirklich vom Sockel so, weil ja, die Kostüme sind eigentlich sehr liebevoll gestaltet und aufwendig. Und hier und da gibt es ein paar echt. Der Cast ist ja auch. Der Cast ist auch in Ordnung. Hier und da gibt es auch ein paar Kulissen, die sind cool. Aber gerade da unten in dieser Höhle, da merkt man halt schon wieder die Volume-Technik von Netflix. Mm. Und trotzdem, aber der Drache, der da unten ist, der macht schon ein bisschen was her. Und ja, also es ist nicht so wirklich mein Ding. Ich sag jetzt nicht, da bin ich mich vollkommen weggeblasen von. Aber was ich diesem Film wirklich zugute halte, es ist mal wieder ein Straight-Fantasy-Film. Also wirklich, der will hier keine Ironie. Mhm. Es gibt jetzt auch nicht unbedingt das volle Female-Empowerment nur. Also der Film ist auch nicht nur für ein rein Female-Empowerment da, dass hier die Prinzessin, also die Damsel in Distress, irgendwie umgekehrt wird. Also es gibt sowohl gute Männerrollen als auch schlechte Frauenrollen, so gesehen. Und Mannleben. Es ist, wie gesagt, finde ich es halt anständig, dass der Film einfach ein reines Sword and Sorcerer Fantasy-Ding ist, so gesehen. Wäre das ein Fehler, wenn oder ich das, Dungeons and Dragons von mir aus. Wäre das ein Fehler, wenn ich das so unterbewusst mit dem letzten Dungeons and Dragons? Nee, den Rabbit Hole-Film. Wie heißt denn das noch? Wo das Mädchen in den Alice im Wunderland? Alice, der zweite Teil, der jetzt irgendwie vom Ruth Looking Glass? Na, egal. Nee, vergiss es. Ich krieg da ein bisschen was. Stimmt, es gab einen zweiten. Ja, es gab noch hinter den Spiegeln, ja. Ja. Egal. Hey, harmlose Produktion hat hier und da seine Stärken, hat aber auch hier und da seine Schwächen. Ich glaube, Jessica Lange hat auch wirklich nicht viele Drehtage gehabt da so. Jessica Lange? Ja. War das die böse Königin da? Robin Wright, Entschuldigung. Robin Wright, hast recht. Es war Robin Wright. Das war eine Verwechslung von mir. Ich finde das eher interessant, dass ich bestimmt so 3, 4 Jahre damit so ein bisschen ein Problem hatte, dass Millie Bobby Brown halt so bewusst und öffentlich erwachsen werden wollte, ne? Das ist so typisch, die hat halt als Kind oder als Jugendliche halt so einen riesen Hype gehabt mit Stranger Things
Und wie das bei so vielen Mädels oder Typen auch ist, in so einem öffentlichen Raum, die wollen sagen, ich bin nicht mehr das kleine Kind. Ich bin nicht mehr das kleine, ich bin eine Frau in diesem Fall. Und die hat ja auch geheiratet letztes Jahr schon, mit 19. Millie Bobby Brown ist verheiratet. Ja, 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 mit so einem. Mit Bobby Brown, ne? Der war so plump dafür, Christian. Ja, aber Millie Bobby Brown Brown, das wäre schon. Ja, genau. Millie Bobby Bobby Brown Brown. Ich wollte nur sagen, aber jetzt, wenn ich das sehe, jetzt akzeptiere ich sie als, ja, sie ist eine erwachsene, richtige Frau. Also sie hat es quasi geschafft, mich zu überzeugen, was. Ja, ist aber auch wir hatten aber auch schon genug Beispiele, bei denen sowas schief geht. Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Man muss sich ja auch schauspielerisch dann weiterentwickeln. Solange es nicht dann, was weiß ich, Elizabeth Berkley in Showgirls oder so wird. Ja, ey, also ich sag mal so, das ist jetzt nicht eine Rolle, mit der sie nach einem Oscar oder sonst irgendeinem Preis schreit. Ne? Ja, aber es muss, Spaß das haben muss und ja auch nicht sein. Eine normale Rolle. Hm? Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie ständig irgendwie erkennbar Lippenstift trägt, da unten in dieser Höhle. Aber ey, letztendlich, so what? Ja, also hat man nichts verpasst, wenn man sich diesen Film nicht anschaut. Aber ich sag mal so, wenn man auf Fantasy steht und mal irgendwie ein bisschen Bock hat, sich mal wieder so ein bisschen einfach eine straighte Fantasy-Geschichte zu geben, vielleicht okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass der halt, denke ich mal, auch wieder in den sozialen Medien ganz gut verrissen wird. Aber ich finde nur, das Poster ist irreführend. Das, der Stil des Posters sieht für mich nicht aus wie ein Film, den du mir gerade erzählt hast. Okay, sieht eher aus wie ein Horror-Thriller. Ja. Wie, das sieht eher aus wie ein Poster für einen Horrorfilm. Der, also auch der Titel, der Font sieht so ein bisschen aus. Alles, jetzt. Alles. Guck, überleg mal, wie viel Dunkelheit da drin ist. Und ich weiß nicht, was das Dunkel. Ach so, das ist der Schatten des Drachen. Der Schatten jetzt, ist dran. Jetzt schneide ich das. Erst habe ich ihn überhaupt nicht verstanden. Ja. Hey, fand ich in Ordnung. Kann man machen. Okay, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt. Shotcaller müssen wir jetzt nicht besprechen, weil Eddie nicht hier ist. Ja, aber Shotcaller, wer einen richtig coolen Knastfilm braucht, über einen Mann, der quasi im Knast sich einer rechtsradikalen Gang anschließen muss, um überhaupt überleben zu können. Und dann halt aus dem Knast rauskommt und dort halt wieder nochmal für seine alte Bruderschaft. Sag, wer das ist, die Leute erkennen den nicht. Okay, das ist Nikolai Coster-Waldau, alias Jamie Lannister. Hattest du den mal gesehen, den Shotcaller? Nee, ich bin ganz überrascht, dass ich sagen kann, ich habe Ip Man 4 gesehen. Das finde ich, find ich viel absurder, den habe ich sogar im Kino gesehen. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, also Shotcaller auf Netflix, wenn man ein schönes Knastdrama oder einen harten Knastfilm sehen möchte, mit Nikolai Coster-Waldau, ist von Rick Roman Wow, ehemaliger Stuntman, der selten bessere Filme gemacht hat als den, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja, Ip Man 4 ist meiner Ansicht nach auch empfehlenswert. Ja, das Witzige ist, ich verbinde mit dem Film in erster Linie eine Szene auf einem Schulhof, wo sich dann, ich glaube, es ist ein Schulhof oder so, wo sich dann zwei gegenüberstehen. Das entspinnt sich halt ein klassischer Fight. Aber es ist halt so absoluter Pornomusik. Das verbinde ich mit diesem Film. Diese eine wieder, Szene. Das klingt witzig. Diese eine Szene, weil sie auch komplett raussticht. Eigentlich ist die doch, ist das doch insgesamt wesentlich hochwertiger als das, was ich mit diesem Film assoziiere. Weil per se mochte ich den. Also, ja, ich mochte den auch. Machen. Ja, Ip Man kommt nach San Francisco, um A, seinem Sohn ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Kannst du mir ganz kurz mal, könnt ihr mir mal kurz erklären, was kann der Ip Man? Das ist doch eine Reihe, die gibt es schon seit drei Jahren. Hat Bruce Lee alles beigebracht, oder meinst du an sich das die Filme? Bruce Lees Lehre. Und das ist die ganze Geschichte innerhalb des Films? Nein, aber du hast mich jetzt meine Geschichte nicht zu Ende erzählen lassen. Du hast nicht weitergeredet. Bitte? Geht weiter. Okay. Er kommt auf Einladung von Bruce Lee nach San Francisco, A, um seinem Sohn zu helfen und B, auch um Bruce Lee zu helfen, dabei Kampfsportschulen in Amerika groß zu machen. Mhm. Aber es gibt so ein Komitee von chinesischen Einwanderern, die wollen das nicht. Die wollen mehr traditionell. Sagen, L.A. Karate ist besser als. Genau. Ich meinte die Figur innerhalb dieses Universums der letzten 30 Jahre. Was, ob das, kann der irgendwas Besonderes oder ist er einfach nur ein guter Kampfkünstler? Er ist der absolute Wing Chun-Meister. Ach so. Also kann man sieht, er kann nicht das Universum biegen oder irgendwas. Nein, nein, nein. Er ist der absolute Wing Chun-Meister und hat gegen die japanischen Besatzer gekämpft und gegen irgendwelche anderen Gangs und gegen Boxer. War das immer er? Es war immer Donnie Yen, ja. Donnie Yen? Mhm. Und das ist so gesehen, ich verstehe gar nicht, Donnie Yen hat mit diesem Film mal irgendwann gesagt, er hört sich auf als Actionstar oder als Kampfsportler und hat danach immer noch echt eine Menge, sag ich mal, ich kenne das auch, wir haben das, glaube ich, hier besprochen, dass er aufhören wollte. Und wie gesagt, es kam noch eine Menge. Allein schon vielleicht ist er noch dabei aufzuhören. Das ist eine Frage, wie lange sowas dauert. Ne? Ja. Aufhören ist ja nicht unbedingt. Es ist ein Prozess. Ja, es ist ein Prozess. Das ist der mit Yuri Boyka hier, ne? Oder so. Als genau. Scott Adkins spielt einen amerikanischen Soldaten oder Colonel oder Sergeant, der sehr rechtsradikal ist, beziehungsweise sehr rassistisch. Und auch sein Kampfsporttrainer ist sehr rassistisch. Und das sind so die großen Gegenspieler, denen halt Ip Man dann mal zeigen muss, dass Rassismus
nicht geduldet wird. Dann verwechsel ich das mit diesem anderen, wie heißt denn dieser Typ aus Metall? Der Iron Mann mit den Metallhänden? Oder der nee, ich weiß nicht, der irgendwie, der ganze Körper ist irgendwie, besteht nur aus Metall? Der Zoo. Nee. Oh ja. Nee. Das wäre wieder Schocktober, dann, ja. Ne? Weil das habe ich mich, ach schade. Mist. Der ganze Körper besteht aus Metall. Ja, das ist so meine Wahrnehmung von außen gewesen. Aber das ist auch so eine Reihe, die es auch schon seit 20 Jahren Oli. Gibt. Da ist also auch Japan, auch Kämpfen, aber mit jemandem, der sich der Körper in Metall verwandelt oder so. Ultraman? Vielleicht. Also ich glaube, Man ist Teil des Titels, aber. Vielleicht kommst du deswegen auf eben. Kann auch sein. Hat mich nur interessiert. Nee, aber Ultraman, ja. Ultraman. Aber das könnte sein. Könnte ich mir jetzt schwer vorstellen. Also Realdreh, ne? Realfilm, nicht kein Cartoon. Okay, ja, dann wird's noch schwieriger. Egal, ich dachte jetzt, ja klar, das ist der und der oder so. Ja. Tetsuo vielleicht? Ich glaube nicht. Weil der ist von 88. Ja, aber den ich meine, der ist auch so alt. Also der hat doch die ersten waren so. Ist auch wurscht. Ja. Erzähl mal was über Predestination, was die Leute nicht wissen dürfen. Ich erzähle nur, dass Predestination auf Amazon Freevee jetzt erhältlich ist und wer ihn noch nicht gesehen hat, sollten sich angucken. Okay, ein sehr guter Wort Film. Hirnschmelzer ist angebracht. Für ja, genau. Also bloß nicht. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe den Film mit Tobi geguckt und er kam nach 10 Minuten auf die Lösung. Ja? Es macht mit ihm keinen Spaß. Oh, das ist natürlich nicht so nice. Ist schade. 80 Minuten. Aber trotzdem, das ist der Punkt, du darfst im Vorfeld nicht wissen, dass es da so eine. Ich habe ihn ausgesucht, komplett ohne irgendwas zu sagen. Ach was, ne? Ja, er kommt aber immer drauf. Auch bei dem, ich finde, bei dem kann man aber sehr gut veranschaulichen, er kommt auf alles. Aber ich bin auch relativ. Aber der Film strukturell funktioniert aber gut genug. Er funktioniert super, es ist ja mehr egal, welche Vorahnung man haben kann, weil so ein Mind-Bending, Time-Travel-Mystery-Ding kann ja in alle Richtungen dann ausflattern. Ich war auch damals, den haben wir damals gemeinsam geschaut und der war sehr spannend bis zum Ende, sagen wir es so. Und Sarah Snook aus Succession, noch bevor sie berühmt wurde. Ah, tatsächlich. Ja. Und okay. Ethan Hawke natürlich. Und Ethan Hawke. Ich habe ich nicht vergessen. Ethan Hawke kenne ich nicht. Sarah Snook als Junge. Wie alt ist denn der? Und wann ist denn der? Ja, Ethan Hawke gehört mit seinem Joel Hawke. Die machen Filme zusammen. Ne? Ich mag den nur nicht. Ja, so. Gut. Was haben wir hier noch? Anti-Gang im Schatten des Verbrechens. Jean Reno führt eine Einheit von wirklich schwer illegal agierenden Polizisten an und ein Vorgesetzter möchte dem Ganzen jetzt Einhalt gebieten, aber das lassen sie sich nicht bieten, denn gerade wird Frankreich oder Paris von einer fiesen Räuberbande terrorisiert und das müssen sie natürlich verhindern. Nicht für mich. Ist aber in Ordnung. Kann man machen. Ich finde, das hat den Anschein, als wäre das Expendables 7 oder so. Das ja, gut. Wenn ich da hingucke. Ey, ich sag mal so, steht das Ding in der Bibliothek, würde ich auch dran vorbeilaufen und denken, nee, das ist mir zu billig. Aber der Film ist eigentlich doch schon recht hochwertig gemacht, hat ein paar ganz schöne Shootouts. Er labert halt nur sehr viel zwischen diesen Shootouts. Ich glaube, er hat einen besseren Namen verdient als Anti-Gang. Ja, vielleicht. Er hat ein besseres Cover verdient, auf jeden Fall. 100%, ja. Aber Jean Reno ist in der Rolle auf jeden Fall cool. So, dann haben wir noch The Girl with All the Gifts in der Tele5-Mediathek. Für Freunde von Last of Us ist vielleicht empfehlenswert. Ja. Und hier geht es nicht so schlecht. Also ist nicht gut, aber ist auch nicht. Also kann man sich trotzdem gut angucken. Genau. Es geht ist das nicht, spielt da nicht so ein Hannibal Lecter Verschnitt mit? Dann vergiss. Wer steht da als Schauspieler? Ja, ich habe seinen Namen. Komme jetzt nicht. Paddy Considine aus House of the Dragon zum Beispiel spielt hier mit. Dann verwechsel ich die. Dann Glenn Close spielt hier mit, die Newcomerin und Gemma Arterton, glaube ich. Ach, die mag ich. Ja. Es geht hier um, ja, es geht um eine Forschungseinrichtung mit lauter kleinen Kindern, die sind alle an ihre Stühle gefesselt und werden unterrichtet und so weiter. Man versteht nicht ganz genau, warum. Und dann gibt es aber halt einen Überfall bzw. einen Angriff auf diese Station und es bricht eine, ja, wie soll man sagen, eine Horde Zombies bricht halt rein und man stellt halt dann auch fest, warum diese Kinder festgehalten worden sind, beziehungsweise was mit diesen Kindern gemacht worden ist. Und eins dieser Kinder, mitsamt eines Soldaten und einer Wissenschaftlerin und noch einer jungen Frau können halt diesem Angriff entkommen und fliehen in die Wildnis und müssen sich jetzt halt quasi durch die Endzeit schlagen. Gute Bilder, finde ich. Schöne Musik. Ich mochte den auch. Ja. Gerade, und ich muss auch sagen, dieser Anfang, also wenn man diese Basis da, sag ich mal, wenn man dann in diese Basis eingeführt wird und diesen Schulunterricht und so weiter, das hatte schon was. So, dann haben wir in der Arte-Mediathek gerade Sandra Hüller-Wochen. Das ist, glaube ich, ihre Durchbruchrolle gewesen. Ne? Genau, das ist ihre erste Rolle. Ich habe jetzt mal den Film rausgenommen, Requiem.
Es ist ihr erster oder ihr Durchbruch, ihr großer. Sie kam, glaube ich, frisch vom Theater oder der Schauspielschule und hat hier in diesem Film alles gegeben, beruht auf einer wahren Geschichte über eine junge Frau, die aus dem gut bürgerlichen Hause kommt, in die Großstadt geht, um zu studieren. Und irgendwie merkt, es ist irgendwas nicht richtig. Und in ihrer Verzweiflung geht sie zu Ärzten und vertraut sich auch noch einem Priester an und beschließt letztendlich freiwillig, einen Exorzismus an sich durchnehmen zu lassen. Schwieriges Thema. Ja. Und Sandra Hüller, wie gesagt, schon damals aufgefallen, eben durch ihre Performance. Ich meine, wie alt war die da? Mitte 20? Ich glaube schon, ja. Mhm. Und ja, jetzt, ich glaube, was ist noch? Da sind noch zwei andere Filme von ihr. Toni Erdmann ist, glaube ich, noch in der Arte-Mediathek und noch einer, falls man Lust hat, sich jetzt mit dieser Frau etwas näher auseinanderzusetzen. Denn am Sonntag sind die Oscars und sie hat ja immer noch Chancen. Mhm. Ja, also. Naja. Und ich würde sagen, zumindest einer ihrer Filme kriegt einen Oscar. Ja, das glaube ich auch. Ich würde sagen, es wäre ein Wunder, wenn sie nicht die eine oder andere, den einen oder anderen Preis dafür gewinnen würde. Den einen oder anderen Film. Ja, mal gucken. Das guck mich mal. Ich glaube, Lily Gladstone ist noch ein Thema bei den Oscars. Deswegen wird sich zeigen, was passiert. Mhm. Ja. Ja. So, und ganz zum Schluss haben wir noch mal We Need to Talk About Kevin, der in der ARD-Mediathek ist. Und hier sieht man quasi eine Mutter, die ihren Alltag damit bestreiten muss, dass sie beleidigt wird, geschlagen wird, bespuckt wird und aufs Übelste immer wieder beschimpft wird. Und wir lernen halt im Laufe dieses Films, warum dem so ist. Ich möchte auch nicht viel mehr verraten für diejenigen, die den Film noch nie gesehen haben. Ich habe mich nicht getraut bisher. Nee, ist auch ein wirklich fiese. Wer, das spielt doch irgendwie. Wer heißt das? Swinton und Ezra Miller. Ezra Miller und John C. Reilly. Okay, ja. Mhm. Und der gibt's da nicht einen Vater oder irgendwas? Ja, John C. Reilly. John C. Reilly, ja, genau, den meinte ich. Ja, okay. Ja. Aber ja, harter Tobak, aber meiner Ansicht nach auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ja. Von, wie heißt die Dame? Ramsey? Ramsey, die auch schon hier mit Joaquin Phoenix den, also der war vorher, aber die hat danach mit dem Beautiful Day mit Joaquin Phoenix zum Beispiel gemacht. Mhm. Ja. Okay. Alright. So! Waren das die News? Weil ich hätte eine Frage, eine News-Frage. Wir können jetzt die News machen. Ach so, das war noch gar nicht die News. Das war noch nicht die News? Ja. Jetzt kommen die News. Du kommst hier nicht rein. Noch mehr Diskussionen um Roadhouse. Manet. Oliver Stone im Autokraten-Business. Double Feature. Die drei Fragezeichen bringen gleich zwei Hörspielfälle ins Kino. Joker oder doch die Krähe? Erste Bilder zum The Crow Remake. Noch ein Joker? The People's Joker darf jetzt endlich im Kino laufen. Back in Action. Cameron Diaz feiert ein doppeltes Comeback. Nochmal als Serie. Baywatch und Twilight kehren zurück. Ja, dann machen wir direkt mit Baywatch weiter. Ja. Wollt sich Some people stand in the darkness. Ja, hättest du Bock drauf, Georg? Afraid to step into the light. Es soll also wieder von den originalen Produzenten, die drei, die da mit Hasselhoff das damals quasi in die Wege geleitet haben, soll jetzt eine Baywatch-Reboot-Serie kommen. Wie war jetzt nochmal die Verbindung zu den Twilight-Leuten da? Da kommt auch eine. Da kommt auch noch eine Serie. Ach so, ich dachte jetzt, dass wir so, Tyler Lautner ist jetzt... Nein, es gibt halt einfach zu zwei Filmreihen oder zum Beispiel, also es gibt jetzt einfach zwei neue Serien oder so. Okay. Ich habe das nur zusammengefasst also, aus der zwei Serien. Ganz im Ernst, das ist natürlich für unsere Altersklasse, Daniel, das ist natürlich der große TV-Hit gewesen, der natürlich alles überstrahlt hat. Funktioniert das außerhalb der 90er? Das ist so schrecklich gealtert alles. Ich weiß nicht, ob du das modernisieren kannst, das Konzept. Genau, der erste Gedanke war, das wird bestimmt ironisch. Oder sie gehen die ernstere. Kannst du Ironie über eine TV-Serie tragen? Weiß ich nicht, deswegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das länger als irgendwie ein paar Folgen trägt. Als Film hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Also auch der The Rock-Film hier. Ne? Also so, der war bemüht lustig und ich glaube, das Spannendere war, wie viel Bauchmuskeln sich noch bei Zac Efron verstecken am Körper. Der ist ja so aufgepumpt, das gibt's ja gar nicht. Ja, der hat ja auch von sich selbst gesagt, das wird er auch nie wieder in der Form machen können, diesen Grad an Bemuskelung. Ist mittlerweile auch mitbekommen für dann, was war das, für die Iron Claw. Ist ja mittlerweile auch so der
so sein Kinn oder so verändert mit den ganzen Apparaten. Ja, der hatte Apparaten, eine OP die er gehabt, ne? Also das muss man dazu sagen. Der hatte eine Kiefer-OP und seitdem sieht es halt so aus. Ja, es kann auch ein Merkmal davon sein, wenn du zu viel von dem hier Human Growth Hormone oder sowas dann nimmst. Oh. Das kann natürlich auch sein. Unabhängig davon, ich brauche kein Revival von Baywatch. Ich habe an Twilight habe ich keine Verbindung mit. Also ich weiß nicht, ob da noch. Ich mochte Buffy sehr. Als Serie hat das super funktioniert. Vielleicht kannst du ja auch eine gute Serie aus Twilight machen, solange Frau Meyer da nicht schreibt. Es soll eine Animationsserie werden. Es soll eine Animationsserie Twilight werden. Twilight Babies. Und sich schon auf die Geschichten von Frau Meyer, sag ich mal, konzentrieren. So, ne? Also die hat ja noch zwei Bücher danach geschrieben irgendwie. Also nach diesen eigentlichen vier, glaube ich, gab es ja noch mal zwei Bücher. Und darauf wollen die sich jetzt irgendwie ein bisschen stützen. Gab es da nicht auch so einen religiösen Hintergedanken bei ihr? Ja, sie ist Mormonin, glaube ich. Und das sollte so ein bisschen auch sinngemäß Keuschheit und sowas alles thematisieren. Ey, I don't know. Ich habe die Bücher nie gelesen. Ich hab mal einen Film versucht anzugucken mit meiner damaligen Freundin. Ich hab, glaube ich, 2,5 Filme geschafft. Ich habe einen halben geguckt. Wir konnten irgendwann nicht mehr. Wenn sie dann 30 Minuten auf dem Bett liegen nebeneinander und sich immer sagen, ich liebe dich, nein. Ich liebe dich. Wirklich? Nein, aber ich denke. Und das findet kein Ende. Und denkst du, was soll denn das? Sind die alle verrückt oder was? Wir haben vor kurzem noch mal den ersten geguckt mit der Hoffnung, dass wir den ironisch gucken können. Aber es geht ja gar nicht. Nee, Wir wollten die ganze Reihe halt so ironisch gucken. Und nach dem ersten haben wir gesagt, das bringt nichts. Also, nee, der ist leider nicht an der Grenze, der ist so schlecht, dass er wieder gut wird. Exakt. Sondern der ist genau an der Grenze, der ist so schlecht, dass er einfach schlecht ist. Und nervt deswegen total. Ja. Aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, an welcher Grenze der war. Und ja, stimmt. Ja, also Fox hat sich bereit erklärt, die Baywatch-Serie zu zeigen, beziehungsweise zu produzieren oder zu machen. Und haben sogar jetzt die Drehbücher in Auftrag gegeben. Showrunnerin ist die Dame, die auch schon Private Practice gemacht hat und Beverly Hills 90210. Die Neuauflagen, ne? Ja. Ich glaube sogar, die Neuauflagen? Ja, okay. Und 210 war doch neu wieder rausgekommen. Dann war es die Neuauflage. Kann gut sein. Meine ich, oder? Ja. Und sie haben sich halt verpflichtet, eine hohe Strafe zu zahlen, beziehungsweise eine hohe Abfindung zu zahlen, falls sie halt dann doch sagen, nee, die Drehbücher nehmen wir nicht. Mhm. Also deswegen gehen alle davon aus, dass es jetzt echt wahrscheinlich ist, dass das kommt. Weil niemand diese Summe quasi zahlen wollen würde. So. Was aber auch komisch ist, denn Fox hat gleichzeitig noch eine andere Rettungsschwimmer-Serie in der Pipeline, die da heißt, irgendwas mit Surf. Ach ja, Rescue High Surf. Denn sie soll auf Hawaii spielen. Okay. Also, aber es gibt doch auch Baywatch Hawaii. Ja, genau. Gibt's da mit Jetskis und Surfbrett? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. Es geht halt um eine junge Rettungsschwimmerin. Die haben gemerkt, dass diese 150 Meter da am Strand von LA irgendwann langweilig werden. Ja. kriegen wir ein neues Baywatch Nights? Ja? David Hasselhoff. Das war Akte X mit David Hasselhoff. Oh, nicht im Ernst. Ja, tagsüber Rettungsschwimmer, abends Detektiv. Nicht dann im Ernst. Das klingt aber witzig. Wer macht denn sowas? David Hasselhoff. Es gibt Staffeln davon. Ist leider so schlecht, dass es schlecht ist. Ach, ich habe auch versucht, ein, zwei Folgen ironisch zu gucken. Ja. Man kann aber auch mal reinschauen, weil es ist mega dumm. Wirklich super dumm alles. Ein Wikinger wird wieder aufgetaut aus dem Eis. David Hasselhoff ist zum Glück da. Echt? Er rettet uns. Ach, sowas ist das, echt? So ein Quatsch, ja. Aber was ich trotzdem, Aliens landen. Was ich trotzdem faszinierend finde, ist, die Serie wurde ja von CBS, glaube ich, produziert und wurde ja nach einer Staffel schon wieder abgesägt. Und dann wurde sie nochmal aufgekauft, ja. Und dann wurde sie aufgekauft und nur auf irgendwelchen lokalen Sendern irgendwie erstmal ausgestrahlt. Ich glaube, das war auch eine inhaltliche Änderung mit der zweiten Staffel, dass es dann noch dümmer wurde. Ja, aber über diese verschiedenen kleinen Lokalsender ist das dann halt so ein Riesenphänomen geworden. Das ist dieses, also du meinst Baywatch. Baywatch, ja. Ja, das ist dieses Syndication-Ding eben, ne, wo das dann verteilt war. So, das musste nicht unbedingt von den großen Networks dann finanziert werden, aber es gab so viele lokale Märkte. Und sobald du dann genug zusammen hattest, dass du dann so viele Folgen produzieren kannst, konnten sie das aufkaufen und immer wieder weitersenden. Darauf wollen sie alle hin, zur Sweet Syndication, wie man das schön sagt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch mit der aktuellen TV-Landschaft funktioniert. Doch, ist immer noch so. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß es nur deswegen, weil es so eine peinliche American Home Videos-Serie gibt, die heißt, glaube ich, Ridiculousness. Das macht so ein Skater. Ah ja, das kenne ich. Und der hat von vornherein gesagt, ich mache das nur so, damit ich wie in den 90ern America's Funniest Home Videos, wenn das in die Syndication-Runde kommt, dann haben halt alle ausgesorgt. Und das ist genau das bei ihm passiert. Der hat jetzt 160 Millionen auf dem Konto oder so. Ja.
Also, denkst du auch. Aber das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dieses Ridiculous. Ja, das kannst du dir eigentlich nicht angucken. Finde ich auch nicht aber, so stark. Aber nee, es ist peinlich. Aber wie gesagt, der macht das nur, er wollte dahin, ne? Hat das irgendwie 8, 9 Jahre durchgezogen, alles selbst produziert. Jetzt ist er stinkreich. Bei all den Ankündigungen für solche Revivals und neue Serien, mein Eindruck war eher so, der Streaming-Markt schrumpft nach und nach, dass solche High-Kosten-Projekte irgendwie, mich würde es trotzdem nicht wundern, trotz der Vertragsstrafen, die da sind, wenn das nie stattfindet. Gucken wir mal, lassen wir uns überraschen. Am Ende fragen sie sich, was ist günstiger, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, lass uns auch überraschen von Cameron Diaz, die jetzt direkt mit 2 Filmen sich zurückmeldet. Nach 10 Jahren. 10 Jahre. 2014, 2014 waren ihre letzten, sag ich mal, Filme, Night direkt 3 Stück. Nee, das war hier das Sextape. Mhm. Dann irgendwie, was war das? Ja, Night and Day ist von 2009 oder 2010. Ich glaube 8. Sextape, die Schadenfreundin und Annie. Das Remake von dem Musical. Das waren die letzten Filme, die sie gemacht hat. It's a hard look life. Sie hat nochmal eine Lehrerin gespielt. Bad Apple oder sowas? Oder kriegt das Bad Teacher. Bad Teacher war es. Das war auch schon vorher. Und gibt's einen Grund? Ich könnte mir jetzt vorstellen, die hat geheiratet, die hat jetzt Kinder und jetzt hat sie auch, ich meine, die hat ja jeden Quatsch gemacht bis zu dem Zeitpunkt, ne? Hat aber auch gut verdient. Hat super verdient und dann hat sich gesagt, so, jetzt mache ich mal Pause. Ja, die ist halt, glaube ich, sie ist dann ja, sie hat geheiratet, wenn ich das, Benji Madden, kann das sein? Oh. Benji Madden? Ja, ich glaube schon. Der Musiker. Ja, und hat dann halt auch ein Kind gekriegt. Und ich denke mal, wenn der jetzt 10 oder das Kind jetzt 10 Jahre alt ist, ist sie wahrscheinlich jetzt an dem Punkt, wo sie sagt, okay, jetzt kann der halbwegs allein irgendwie sein oder sie halbwegs allein sein. Aber vielleicht hat sie auch wieder ein bisschen Lust nach all der Pause. Kann auch sein. Weil ich meine, die wirkt auf mich wie so eine sehr fröhliche, witzige Person, ehrlich gesagt. Also, habe ich auch eigentlich immer ganz gern gesehen im Film. Wisst ihr eigentlich, wer die reichste Schauspielerin ist oder eine Frau, die regelmäßig im Film aufgetreten ist, die reichste? Moment, die im Film aufgetreten ist oder die Schauspielerin ist? Weil sonst hätte ich Oprah gesagt, aber Oprah. Nee, okay, Schauspielerin, richtige Schauspielerin. Jetzt gerade. Die am meisten Finanzen hat. Ich glaube, Jessica Alba war mal richtig groß. Jessica Alba? Die hat mit ihrer Nachhaltigkeitsreihe nicht Job. Nur weil ich das auf TikTok gesehen habe, will ich es nochmal reinschmeißen. Die hat in Lost Boys mitgespielt. Die Schauspielerin? Ja. In Lost Boys? Wer war da die weibliche Hauptrolle? Das Mädel, was der Bruder da? Jamie Gertz. Die hat, glaube ich, jemanden geheiratet und sie sind, der war in der Wirtschaft so gut tätig und die sind jetzt ultra milliardenschwer gemeinsam als Paar. Ja, gut, okay, aber ich dachte, du meinst jetzt, wer hat am meisten verdient als Schauspielerin und nicht? Nicht als Schauspielerin, die war eine richtige Schauspielerin, weil sie dann viel im Film aufgetreten ist, aber jetzt ist sie einfach nur steinreich. Hm. Und was macht man dann? So wie die Professorin an der Uni in Amerika letzte Woche. Die Ex-Professorin einer großen Uni war verheiratet mit einem Multimilliardär, der ist gestorben letztes Jahr. Sie hat das alles geerbt und jetzt hat sie ihrer Uni quasi in so einer kleinen Rede, also wie bei Iron Man eigentlich, wo die ganzen Studien sitzen, ja, ich bezahle alle eure Studiengebühren mit 1 Milliarde Dollar. Echt so ein perfekter Iron Man, Tony Stark-Move. Denkst du, oh, wie cool, solche Geschichten gibt's auch noch. Freut mich. Ja. Nett von ihr. Schlechtes System in Amerika. Ja, trotzdem, dass es solche Leute gibt, die Lust haben, andere Leute glücklich zu machen oder zu helfen, finde ich immer angenehm. Aber nochmal zu Cameron Diaz. Ich hoffe, dass ihre Rückkehr vielleicht, ich weiß nicht, ob schon bekannt ist, in was für Filmen sie mitspielen wird. Sie macht einen Netflix-Film mit Jamie Foxx zusammen. Okay. Eine Reunion nach, sag ich mal, Any Given Sunday. So geht's denn wieder besser? Ja, niemand weiß es, aber er hat gestern gerade angekündigt, dass er, weil er ja nie darüber gesprochen hat, alle mal, was war denn jetzt, ne? Er so, ich war fast tot und hier, guck mich mal an. Und wir alle, was ist denn dein Problem? Und jetzt macht er eine Stand-Up-Tour, in der er das thematisiert. Okay. Ja, okay, so kann man es auch angehen. Ja. Und den anderen Film, den sie macht, ist der dritte Film von Jonah Hill. Der heißt Outcome und führt sie wieder zusammen mit Keanu Reeves, der die männliche Hauptrolle übernimmt. Wer ist der zweite Film von Jonah Hill? So, das mit der, ich treffe, mit also mit meiner Frau? Ja, genau, ne? Ja. Der war ganz, ganz früh. Der war ganz schlimm, Welcher? Ach, der You People, oder wie heißt? Ja, You People. You People. Genau. Ach so, schwarz-weiß, Funny-Drama, oder was? Nee, mit Eddie Murphy. You People. Ja, aber das Thema ist schwarz gegen weiß, genau, ne? So ein bisschen Klischees. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn Cameron Diaz, die man ja schon halt einfach auch als Comedy-Star wahrnimmt, wenn die jetzt wiederkommt, vielleicht ist das auch so ein bisschen, dann kommen vielleicht wieder mehr Comedies und sei das mit ihr. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wachsen ja jetzt so nach und nach auch
Comedy-Stars nach Sydney Sweeney zum Beispiel vielleicht so ein bisschen, wobei die sich ja noch darin bemüht, auch ja, da müssen sie erstmal diese ganzen Horrorfilme sein lassen. Ich habe sehr gelacht bei Madame Web, muss ich sagen. Also Comedy ist schon. Ach stimmt, da war sie ja auch dabei. Vor allem hat die zwei riesen Hupen und die Welt liebt große Hupen. Und wenn die dann auch noch cool ist und gut aussieht. Ist das jetzt immer noch so? Ja, ich glaube, wenn die jetzt auftritt, hat die immer noch ziemlich tiefes Dekolleté und so. Also ich gönne das. Ich glaube, die hat eine riesen Zukunft vor sich, ehrlich gesagt. Ich muss mich korrigieren, es war nicht You People, den hat Jonah Hill nicht gemacht. Also er hat Mid-90s gemacht, er hat von Winning Time auf eine Episode gemacht und er hat einen Dokumentarfilm namens Stutz. Okay. Ach, mit seinem Therapeuten. Guck mal, mein Therapeut, okay. Guck mal, wie geil. Ja, ist ganz gut. Und Outcome ist jetzt der dritte Film. Da finde ich es ja richtig schön, dass er You People nicht gemacht hat. Ja, das beruhigt mich auch so ein bisschen. Er hat nur mitgespielt. Das hätte mich sonst erinnert an Olivia Wilde. Oh ja, okay. Aber ich freue mich, dass Frau Diaz wieder da ist. Ich, sehe sie gerne und ich bin ein bisschen gespannt drauf, was sie jetzt macht. So, was haben wir als nächstes? Ja, du hast gefragt, was für ein Joker ist das? The People's Joker ist ein Film, ein Fanprojekt, das eine junge Dame gemacht hat, auf eigene Kosten bzw. auf eigene Initiative hin. Es ist so ein bisschen eine queere Parodie von eben dem ganzen Joker-Typus und auch Batman und so weiter. Im Film geht es, glaube ich, darum, dass die Figur, die jetzt halt nicht so genau weiß, wie sie gerade, in welchem Körper sie sich befindet, dass die halt darüber traurig ist. Also sie möchte Comedian oder Komödiant oder keine Ahnung werden. Und in der Welt gibt es halt leider sehr wenig Humor. Batman ist ein unlustiger Typ, Gotham ist eine unlustige Stadt und so weiter. Und ja, den Film hat sie schon vor einiger Zeit gemacht. Kurzfilm? Nee, ist ein Langfilm. Ist ein richtiger Langfilm. Findet man den auf YouTube? Das war so das Ding. Also, das war ein Low-Budget-Film, der wurde auf einem Festival gezeigt und ist da auch eigentlich ganz gut angekommen. Aber Warner muss dann an sie rangetreten sein und hat gesagt, ey, verzichte mal bitte drauf, den Film irgendwie rauszubringen zu wollen oder sonst irgendwas. Oder sie haben es ihr Knaller verboten. Oder das. Wahrscheinlich eher. Was halt auch dazu geführt hat, dass der Trailer, den es bis dato gab, dass der aus dem Netz genommen wurde. Aber sie spricht im Trailer ganz klar, ich bin quasi der weibliche oder der non-binäre Joker. Das sagt sie. Oder kann man das auch verstehen, ohne dass die Figur heißt Hayley Harlequin oder irgendwie sowas. Also, es ist schon, wie gesagt, es werden schon Marken benutzt. Es werden schon Namen und Dings, Figuren. Man muss sie eigentlich wissen, dass das natürlich nicht erlaubt ist. Ja, aber ey, wie viele Fanfilme gibt es in Star Wars, weißt du? Und du musst das auch am Anfang gegen eine Parody drunter, dann kommst du durch. Ja, ich glaube, das reicht noch nicht mal. Vera Drew hieß die Dame, die sich halt natürlich jetzt auf das DC-Universum gestützt hat, aber auch eigene Erfahrungen mit hat einfließen lassen. Aber jetzt ist es tatsächlich doch soweit, nach 2 Jahren, nachdem dieser Film halt 2 Jahre irgendwie in der Versenkung verschwunden ist, darf sie ihn jetzt in Amerika ins Kino bringen. Und weiß man warum? Warum was? Warum sie jetzt die Geschichte anders, also warum das jetzt so ausgegangen ist? Ich würde sagen, dass wenn man als großer Konzern auf einen kleinen, low-budget, queeren Parodiefilm eindonnert, dass das irgendwann vielleicht nicht ganz so gut in der Außenwirkung rüberkommt. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja, und ich glaube, wird man sich zwar lange beraten haben, aber irgendwann wird man festgestellt haben, ja, ist vielleicht doch nicht so gut, wenn wir jetzt da wirklich verbieten oder beziehungsweise drauf pochen, dass der Film nicht kommt. Mhm. Zumal, ey, dieses Jahr kommt Joker 2. So, was wollen sie? Also, dieses Jahr noch? Dieses Jahr noch, ja. Dieses Folie à deux. Folie à deux. Folie à deux. Folie? Ich glaube Folie à deux. Folie à deux, hätte ich gesagt. Adieu. Ja. Bin ich gespannt. 5. April soll dieser Film jetzt zu sehen sein und sogar landesweit. Okay. Landesweit. Das ist eine komische Kehrtwende. Ja. Ist es denn hochwertig oder ist es ein klassischer Fanfilm? Das ist, ich denke mal, das ist eine richtig schöne Low-Budget-Produktion. Also so, was der Trailer irgendwie aussagt, ist es nicht wirklich viel Geld. Okay. Und ja, Joker, the Harlequin, der lebt in Smallville. Und da ist alles irgendwie öde, beziehungsweise er möchte gerne ins Comedy-Programm einsteigen, was halt irgendwie ein bisschen durch die Bevölkerung und Batman verhindert wird. Ganz witzig. Naja. Ja, kommen wir zum nächsten Joker. Ah nee, Entschuldigung. Kommen wir zu The Crow. Warum findest du das so schlimm? Du hast vorhin schon so gegrunzt. Es ist so, man muss natürlich den Look modernisieren, wenn du jetzt The Crow neu in die 2020er oder so bringst. Ich hänge einfach zu sehr an dem 90er-Jahre-Look, muss ich sagen. Es ist ein formativer Film gewesen damals für mich.
Und ich habe, also The Crow hatten wir, glaube ich, auch sogar im Oktober noch mal zuletzt besprochen, nach vielen Jahren dann noch mal geschaut. Und das irgendwie, das ist nicht meins, sorry. Also der Look, der Stil. Der Look, ja, ja. Also Tattoos, Muskeln und ist so, also ich meine, das ist alles, ich finde, das ist all genau das, was man erwarten würde, wenn du hörst, Crow Remake 2023, 2024. Dann hätte ich genau das erwartet da, ehrlich gesagt. Schau dir an, sein linker Nippel ist das Auge vom Tattoo. Das macht mich wahnsinnig. Oh, aber da hat jemand kreativ gedacht. Da hat jemand lange drüber nachgedacht, ja. Lange Entscheidung. Kennst du? It's not for me, bist du vertraut mit The Crow? Das ist einer dieser Filme, die gefühlt immer vor mir weglaufen. Ich habe so Bock, den zu gucken. Und dann war der, glaube ich, eine Zeit lang einfach relativ schwer zu kriegen. Bei RTL 2 habe ich immer schon geschlafen, wenn der da lief. Und irgendwie, ich habe voll Bock auf den, aber irgendwie kriege ich ihn nicht zu fassen. Ah. Also wenn du ihn hast. Ich hab ihn auf DVD. Dann leih ihn mir gerne. Okay, mach ich. Ja, ich weiß nicht, also modernisieren verstehe ich. So, man muss irgendwie ein bisschen was machen. Wobei ich halt aber auch nicht finde, dass der Look von Eric Draven in dem Crow Remake, also Brandon Lees Outfit oder Erscheinung, dass die sonderlich veraltet ist. So, also ich finde, man könnte Eric Draven oder Brandon Lee in seinem Outfit heute immer noch anbieten. Das für heute wäre das Grufti. Ja, ja, aber was ist das da? Emo? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist aber so ein bisschen Morbius, finde ich. Oh Gott. Oder nicht? Hat das ja, nicht vom Look, hey, was davon? Das Ding ist ja, das sieht aus wie Jared Leto. Das Ding ist ja, dieses Bild kommt ins Netz, beziehungsweise kommt an die Öffentlichkeit. Und die und das Internet in einer Mehrheit sagt halt, oh, der sieht aus wie der Jared Leto Joker. Ja. Das Gewollte, glaube ich mir, ne? Was du bei Jared Leto's Joker ist doch von mir aus. Ist ja egal. Kann absichtlich oder unabsichtlich sein. Aber ich gucke mir dieses Bild an. Ich gucke mir den jungen Mann an. Ich sehe ihn. Und dann denke ich mir, ja, der sieht schon aus wie Jared Leto in Suicide Squad. Ja. Jetzt weiß ich doch aber, Suicide Squad, Jared Leto kommt jetzt aber auch nicht so unbedingt gut weg. So, also warum erlaube ich es meinem neuen Film, mit dem ich ja möglichst positiv irgendwie rausgehen möchte. Frisch vor allem. Ja, und frisch. Schau dir das an. Wieso erlaube ich, dass in dem Moment die Assoziationen an einen Film und eine Figur entstehen, die schon arg in der Kritik ist oder die nicht so gut gemacht wird? Nicht so gut geplant, finde ich auch. Ja. Also muss man eigentlich mit rechnen, dass genau das dann kommt. Ich will jetzt gar nicht sagen, ne? Also Suicide Squad, der erste, war ja noch ein Hit. Der hat ja über 700 Millionen eingespielt, so. Also, weil die Leute danach gemerkt haben, auf was ich mich eingelassen. Obwohl der zweite viel besser ist, ne? Und der ist voll gefloppt, ne? Ja, der zweite ist halt nicht so gut, glaube ich. Aber das war ja auch noch so unter Corona. Ist das der Skarsgård-Sohn, der Kleine? Das ist der Pennywise, das, ja. Das ist, der dick. Ich bin's, Pennywise. Ja, es spricht mich alles nicht an. Aber ich war auch nicht ein großer Fan. Ich glaube, ich kann mich noch nicht mal richtig erinnern an The Crow. Ich habe den gesehen damals, aber ich fand ihn nur okay und habe den seitdem nie wieder gesehen. Ich bin nicht vertraut mit der Comicvorlage so richtig. Ne? Also ich weiß nicht, inwiefern. Ich denke mal, dass der erste Film sich ja doch vom Look her näher dran gehalten hat, und das, oder? Geht. Also ich meine, er hat natürlich die Nackentapete, aber in den Comicbildern, die ich jetzt so gestern gerade auch noch mal mir angeguckt habe, hat er halt vorne auch alles eher so ein bisschen wuschelig, beziehungsweise ist das so eher so stachelig, so, ne? Also als hätte er hier oben einfach eine kurze Haare und nur hinten lang. Ja, Fukuhila. So, ja, Fukuhila-mäßig, genau. Und da muss ich sagen, ist die Frise fast schon näher dran als die von Brandon Lee. Weil meine Perspektive ist die von jemandem, der in den 90ern groß geworden ist, für den Film eine große Bedeutung damals hatte, wo die Sequels alle schrecklich waren, die danach gekommen sind. Ich glaube, wir hatten ja auch so mal Edward Furlong auch mal mit dabei, ne? Irgendeinem. Ja, ja, das ist es mit jedem Teil dann gewechselt. Das ist in der lange Zeit nach T2 gewesen. Mhm. Und natürlich hat auch inspiriert der Brandon Lee Charakter oder der Look hat auch den Wrestler Sting inspiriert, der gerade zurückgetreten ist vor ein paar Tagen. Und dessen Sohn irgendwie einen eigenen Gaming-Kanal hat, habe ich gesehen. Hat er das? Ja. Das kann gut sein. Der spielt wohl sehr leidenschaftlich Destiny. Der betreibt wohl einen eigenen Destiny-Kanal. Destiny. Ja, spielt er da? Best Ding nie, ja. Gut, nein, aber der Look ist für mich, bedeutet mir schon einiges, weil er auch so viel über so lange Zeit begleitet hat. Und irgendwie kann ich mich nicht, wenn der Film gut ist, habe ich auch nichts dagegen. Ne? Also ich werde ihm natürlich mal eine Chance geben. Hoffentlich nach den ganzen schrecklichen Sequels, dass wieder mal vernünftig eine Story erzählt wird. Klingt aber eher nach einem Reboot, ne? Ich meine, das ist ja eigentlich alles auf Anfang. Es wird ein Reboot sein, wenn man dieses sieht. Ich möchte auch nicht irgendwie der allzu größte Pessimist sein oder der Miesmacher, aber das Ding ist halt auch, der Film ist von Rupert Sanders.
Rupert Sanders ist der Mann, der Snow White and the Huntsman gemacht hat. Ich wollte ja gerade sagen, wo ist nochmal. Und das Ghost in the Shell Remake, also das Real, die Live-Action-Adaption. Okay, der war nicht so total Katastrophe, aber richtig gut war der auch nicht. Nee, genau, deswegen und naja. Und da hast du ja quasi mal nach Zahlen machen können. Genau. Bei Ghost in the Shell. Nicht nur, dass du einen Comic als Vorlage hast, du hast auch eine erste Verfilmung als Vorlage. Kann sich super inspirieren lassen. Und trotzdem kriegst du irgendwas raus, was nicht so geil oder halb geil ist. Naja, egal. Ich bin skeptisch. Ich kann es nicht anders sagen. Ich sehe dem Film nicht sehr positiv entgegen. Aber ich gebe auch offen zu, weil ich das Original halt schon echt gern mag. Und ich hänge halt noch zu sehr an der ganzen tragischen Geschichte mit Brandon Lee. Glaubt ihr, dass es damals, dass dieser Film so erfolgreich gewesen wäre? Wann war das? 96, 97? Mhm. Wenn nicht der tragische Beigeschmack dabei gewesen wäre? Ich glaube, der tragische Tod von ihm hat wesentlich zu dem Erfolg beigetragen. Finde ich auch. Also wenn du den Film heute guckst, habe ich eben im Rahmen vom Schocktober noch mal kürzlich gemacht, nach langer, langer Zeit. Ich mag den immer noch sehr, aber der ist natürlich auch, du würdest sagen, handwerklich gibt es dann bessere Filme in vielen Sachen und auch wie die Story dann teilweise erzählt wird, ist teilweise auch sehr viel auf so Stimmung und Atmo setzt der, sagen wir mal, hier ist eine geile Ballerszene und so weiter. Das kann man alles auch mechanisch dann bestimmt besser umsetzen. Aber diese ganze Legendenbildung hat natürlich dann mehr dazu geholfen. Das ist jetzt nicht wie im Fall mit dann The Dark Knight, wo auch ein richtig, richtig guter Film dahinter steckt. Das, wo alle genau sagen, das, ja. Aber guck dir den mal an. Ja, wie gesagt, ich will auch unbedingt. Also, ich weiß auch nicht, irgendwie, kennt ihr das, dass es so Filme gibt, die ihr euch vornimmt, aber irgendwie kommt immer was dazu. Hey, Sunset Boulevard. Ich versuche mindestens seit 10 Jahren Sunset Boulevard. Ist auch nicht unanstrengend. Ja, aber nichtsdestotrotz möchte ich gern sehen und ich krieg's nicht hin. Und ich glaube, The Crow ist jetzt nicht so anstrengend. Nein. Da kann man, glaube ich, gut weggucken. Aber wie gesagt, ich komme immer nicht dazu. Ja. Aber wo wir jetzt schon gerade mal bei dem Thema sind, ne, mit Brandon Lee und dem tragischen Unfall, gerade heute Morgen habe ich es noch gesehen, das habe ich dann nicht mehr in die News-Mats schaffen können. Ich habe mich noch gefragt, ob du es reinpackst oder nicht. Ja, aber das kam halt heute Morgen halt. Meinst das Urteil, ne? Das Urteil, ja. Die Waffenmeisterin von diesem Western Rust, bei der die Kamerafrau gestorben ist und auch der Regisseur verletzt worden ist, nachdem Alec Baldwin, der Hauptdarsteller, mit einer Waffe in die Kamera gezielt hat, ist jetzt, also die Waffenmeisterin, die ist jetzt verurteilt worden. Also die ist schuldig gesprochen worden. Aber ich glaube, die hat nur 18 Monate bekommen oder so. Ne? Ja, also gut. Also da denkst du auch so, okay, weil das war schon ihre Verantwortung. Sie hat das so verteidigen lassen, dass ihr zu viel aufgetragen wurde. Sie musste auch Ausstattung mitmachen und so. Aber die Tatsache, dass überhaupt scharfe Munition am Set gelandet ist. Schon 10 Tage vorher, vor diesem Unfall. Und ich meine, das geht nicht. Das ist so, gefährlicher geht's ja nicht. Das Urteil ging auf grobe Fahrlässigkeit oder so. Und das ist auch, das finde ich auch angemessen. So, ich bin mal gespannt, was sie da mit ihm machen, mit Baldwin machen. Weil der behauptet, der Stock und Steife hätte nicht abgedrückt. Wo ich denke, so, oh, Baldwin, was soll das denn jetzt schon wieder, weißt du? Ich meine, das weißt du. Warum ist das ein Versuch oder glaubt der wirklich, dass er nicht abgedrückt das oder so? Ich hab's nicht direkt im Blick, natürlich. Nee, genau, wie es ist. Er wird natürlich nochmal extra, also Baldwin, durch die Mangel genommen, weil es nochmal so ein Politikum ist. Weil so Baldwin hat Trump parodiert, das heißt jetzt also alle konservativen Richter und Ankläger wollen schauen, dass die ihm den nochmal extra in die Pfanne hauen. Meinst du? Ja. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein extra Motivator. Unabhängig davon, ist natürlich eine ganz krasse Geschichte und genau da, das war ja die Nachfolge von der Brandon Lee-Geschichte, dass eigentlich sowas wird nie wieder ansatzweise möglich sein, weil wir alle diese Sicherheitsoptionen machen. Und irgendwann ist dann nach 30 Jahren wieder der Punkt gekommen, wo dann alle sich so sicher gefühlt haben, dass dann am Abend davor packen wir ruhig die richtige Munition und ballern ein bisschen so rum in so Prop-Waffen. Ja, rein. Vor allem, warum sie die halt schon mitgebracht hat, erscheint mir ich halt. Verstehe so, das auch. Verstehe ich. Das ist ein Satz, der fehlt mir bisher. Ja. Warum, wie landet, sind diese Kugeln da an diesem Set gelandet? Aus welchem Grund? Es gibt ja kein Argument dafür, außer, wie du gerade gesagt hast, jemand will mal abends ein bisschen Spaß haben. Ich denke, dass man mit den Pistolen ja gar nicht richtig schießen kann eigentlich. Zumal ich, wenn ich das richtig verstanden habe, im Zuge dieses Vorfalls, da kamen ja auch diverse, sag ich mal, Waffenmeister und Stuntleute zu Wort, die ja gesagt haben, wenn man so direkt in die Kamera schießt, dann möchte man ja meistens möglichst diesen Funkeneffekt haben, dass es dann möglichst schön spritzt oder spratzt oder sonst irgendwas. Das wirst du mit scharfer Munition allein gar nicht erst hinkriegen. Dafür sind diese Waffen präpariert, damit eben dieser Feuerstoß da rauskommt, damit das halt auf der Kamera dementsprechend. Der Lauf ist ja. Da ist, glaube ich, noch so eine Art Stopper drin, die werden dann natürlich rausgeschossen, wenn du dann mit einer scharfen Munition schießt. Aber trotzdem, ich verstehe immer noch nicht, warum. Also, ich könnte mir nur vorstellen, dass die Dame sich so unter Druck gesetzt gefühlt hat, um halt eben
einen möglichst geilen Shot im wahrsten Sinne des Wortes zu erzeugen, weil Baldwin sollte ja direkt in die Kamera zielen. Ich kann also, glaubst du, er hat absichtlich bewusst reingepackt? Nee, nicht bei der Szene, sondern ich kann mir vorstellen, sie hat die scharfe Munition mit dabei gehabt, dass man mal irgendwann einfach schießt, ja, also dass man halt die Waffe abfeuert, um eben einen gewissen Feuerstoß zu erzeugen. Zu filmen oder so? Genau, um das halt separat zu filmen, weißt du? Mhm. Das ist so für mich eine Erklärung, die ich habe, warum diese scharfe Munition mit ans Set gebracht wurde. Wenn dieser Auftrag von keinem der Filmschaffenden gekommen ist, dann kann sowas eine Waffenmeisterin nicht selbst in die Hand nehmen. Das ist aber auch alles spekulativ, was wir sagen. Ich würde da auch, dass ihr, lasst das den Leuten vor Gericht überlassen. Ja, absolut. Die ganzen Diskussionen. Aber ich finde es auch, ich muss immer wieder dann denken an diese Aufnahmen von ihr, wie sie da in einem Auto sitzt, ne? Kurz so eine Stunde nach dem, als die Polizei kam, die ganzen Bodycams haben also aufgenommen, die hingen ja völlig zerbrochen da im Auto. Naja, ich meine, dein Leben ist vorbei. Also dein reguläres Leben bis zu dem. Die Karriere ist sowieso, glaube ich. Das sowieso. Das ist ganz vorbei, aber du hast halt jetzt offiziell auch als Urteil, dass du fahrlässig jemanden getötet hast. So. Also, und das ist, glaube ich, etwas, womit du halt nicht rechnest, beziehungsweise womit du halt nicht zur Arbeit gehen möchtest. Dass du halt irgendwie einen Job machst, von dem du irgendwie weißt, wenn ich abends nach Hause gehe, könnte ich vielleicht einen Menschen umgebracht haben. Mhm. Also das ist der falsche Ansatz so. Ja. Und Baldwin-Prozess ist wohl im Juli. Mhm. Da wird dann nochmal entschieden, was mit ihm ist. So. Wie gesagt, ich verstehe das nicht, dass was soll er dafür kennen? Er hat ja alles gemacht, was er machen sollte. Er hat die Pistole gehoben und dahin geschossen. Der Punkt war aber, glaube ich, auch als er als Produzent, ne, dass er die Sicherheits... Die Verantwortung liegt auch bei ihm, stimmt, genau. Ja. Also es ging nicht darum, dass er da abgedrückt hat, sondern die Verantwortung getragen hat eigentlich auch dafür. Ja. So, die Verantwortung für einen echten Hit haben zwei Drehbuchautoren aus Deutschland übernommen und haben einen Film gemacht, der uns jetzt, also mich zumindest, nicht unbedingt interessiert hat. Du warst aber schon interessiert und er ist zum einen der größten Kassenhits in Deutschland 2023 geworden. 1,8 Millionen Besucher. 1,8 Millionen in Deutschland. 1,8 Millionen Besucher für die drei Fragezeichen und wie hieß der Fall? Das Erbe des Drachen. Das Erbe des Drachen. Ist keine Hörspielgeschichte. Nee. Ist einfach für den Film erfunden worden und wie gesagt, war ein echter Riesenhit. Hm, krass. Genau wie die beiden Filme davor, ich glaube 2005 und 2008 ungefähr. Und das waren auch Fälle, die extra für die Leinwand geschrieben wurden. Also die hatten nichts mit der Hörspielserie zu tun. Haben wir die gleichen Darsteller? Nee. Nee. Also die ersten beiden schon, aber jetzt mit neuen Darstellern, unter anderem Julius Weckauf, den man ja kennt als jungen Habe Kerkeling beispielsweise. Da hat er so seinen Durchbruch gehabt. Genau. Und Tim Dünnschede und Anil Kizilbuga, die das, diesen letzten drei Fragezeichen-Film gemacht haben, die machen jetzt, wurde bekannt gegeben, direkt zwei weitere, was halt auch sinnig ist, weil Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Brandl, die werden halt auch älter, ne? Ja. Also mit denen müssen sie wahrscheinlich jetzt so viel machen, wie es geht. Und zur Freude aller drei Fragezeichen-Fans haben sie sich jetzt wirklich zwei besondere Folgen rausgesucht, nämlich zum einen Classics. Oh, darf ich raten? Der Superpapagei? Nein. Der einsame Drache? Nein. Die silberne Spinne? Nein. Der lachende Schatten? Nein. Mist. Aber es ist trotzdem in der gleichen Riege. Mhm. Aber es hieß glaube ich, der schreiende Drache, oder? Und der lachende Drache? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die lachende Schlange. Ach so, hier. Die singende Schlange. Schädel. Singende Schlange. Grad, wie heißt denn die Drache? Der unheimliche Drache. Der unheimliche Drache. Oder genau. Rasende Drache? Nee, der unheimliche. Der unheimliche Drache. Ey, der Schrei von dem Drachen, der war richtig geil. Mhm. Oh, das war meine Lieblingsfolge. Ja. Hab ich so oft gehört. Ich finde das nur sehr mutig, denn wenn du nicht das schaffst, in Deutschland 1,8 Millionen Leute abzuholen, und schaffst es wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt mit so einem Film. Ja, gerade mit so. Hier hast du den Riesenvorteil. Die Erwachsenen lieben drei Fragezeichen, die Kinder lieben drei Fragezeichen und jeder Mensch, die ganze Welt kennt drei Fragezeichen. In Frankreich ist es wahrscheinlich nicht so. Das heißt, du hast wirklich nur Deutschland, Schweiz, Österreich, vielleicht Dänemark. Aber es ist ja eine deutsche Produktion. Das ist ja auch überhaupt nicht mehr international. Ich wollte nur sagen, das ist trotzdem nicht unriskant, das zu machen und zu wissen, ey, das muss aber auch hier funktionieren. Wenn es hier nicht funktioniert, dann haben wir verbockt. Ja, haben wir verbockt. Weil als jemand, der keine Berührungspunkte mit drei Fragezeichen oder nee, hat, echt was, nicht? Ist das ein richtiger Film oder sitzen da und man hört das Hörspiel? Was sieht man da im Kino? Nein, das ist wirklich, das sind die nacherzählten Abenteuer von diesen drei Detektiven. Also nur Audio?
Nein. Okay, also ein richtiger Film. Ein richtiger Film. Okay, gut, weil dann ist aber auch das Argument, das kann ja auch als Film funktionieren, dann kannst du ja auch dann international ausstrahlen. Du musst ja nicht die Verbindung zu den drei Nein. Also, ja, das funktioniert, mich, aber es funktioniert. Freut mich für die Fans. Hier, aber der Erfolg ist ja darauf begründet, dass das hier einfach seit 40 Jahren ein Riesenthema ist in Deutschland. Und das hast du halt nicht woanders. Generell Hörspiele sind halt bei uns in Deutschland. Ja, ist es ein deutsches Thema? Ja, ich hab, als ich auf dem hier, wie heißt es hier, Online-Marketing-Rockstar. Ja. Ja. Da habe ich mir durch Zufall, weil Steven da vorher, glaube ich, eine Präsentation gemacht hat oder Steven irgendwie generell Moderator auf der einen Hauptbühne war, da habe ich mir das, das Panel von den beiden Tony-Erfindern angehört. Wisst ihr, was das ist? Bestimmt reich geworden, ne? Also weißt du, was das ist, Gregor? Es gibt in Kinderzimmern heutzutage gibt es die sogenannte Tony-Box. Okay, ja, das ist so ein viereckiger, also ein Würfel halt. Und du hast halt solche Figuren, Asterix, Snoopy, Heidi, was weiß ich, Paw Patrol natürlich oder keine Ahnung, irgendwas, Disney-Figuren, König der Löwen, und die stellst du halt auf die Box drauf und dann wird das Hörspiel halt abgespielt. Und dann haust du so dagegen, dann geht's ein Kapitel weiter, du drückst auf ein Ohr, dann wird's halt lauter und so weiter. Ist halt für kleine Kinder halt schon ein Neffe liebt das. Und man darf nicht darüber nachdenken, wie unverschämt teuer die Sachen sind. Also wenn man halt bedenkt, früher. Ich rede selten von den Zeiten von früher. Aber eine so eine Folge, ein Hörspiel kostet 14,95 Euro. Jetzt überlegt mal, eine CD mit einem Hörspiel kriegt man für 6 oder 7,99 und eine Kassette früher für 4,99. Ja. Und da ist überall das Gleiche drauf. Aber du hast das Püppchen dazu. Ja. Und du kannst sie sammeln. Ja, das kannst du mit Kassetten und CDs auch. Ja, aber dieser spielerische Aspekt, ne, ich stelle das da drauf und dann passiert was und dann kann ich hier gehen. Das ist halber ich. Na, vor allen Dingen kannst du diese Box halt als kleines Kind auch durch die Gegend werfen. Das interessiert das nicht. Ja, ein Kassettenrekorder, wenn der runtergefallen wäre, dann wäre kaputt. Super smarte Idee. Ich wusste nicht, dass es ist auch eine smarte Idee, aber es ist schweineteuer. Nee, es war kein Kontra. Es war so, ich Nein, ich reg mich auch nicht über dich auf. Ich reg mich auf über. Dass es so genial ist. Weil ich glaube, das ist so ein Ding, das steht, glaube ich, in jeder Familie, oder? Die hätten auch was falsch gemacht, wenn es günstiger wäre. Einfach, du willst ja nicht den Anschein haben, da ist irgendwas Billiges oder so. Guck mal, das ist was Wertiges. Ja, ja. Wir schenken dir was, was auch wirklich wert ist. Das sind die 18 Euro auch richtig wert. Ich glaube, 18 Euro kostet. 14,99. Ich habe für 17 und für 18 gekauft. Ja, kommt wahrscheinlich auf die Serie dann an oder so. Ne? Oder auf die Lizenzen. Naja, dann Lizenzen und so. Ja, wahrscheinlich. Und die Macher, die saßen halt da bei dem Online-Marketing-Rockstar-Ding und haben halt erzählt, wie sie jetzt halt nach Amerika vorgedrungen sind. Weil sie jetzt halt einen Deal unter anderem mit großen Walmart-Ketten und sowas gemacht haben. Oh Gott, die sind so reich. Dass da halt die Dinge halt stehen. Aber die mussten den Amis erstmal so ein bisschen diese Hörspielkultur in Deutschland näher bringen. Weil das haben die halt nicht. Das war mir überhaupt nicht klar. Ja, was hätten die Amis für so Kulthörspiele, was Kinder auch hören würden? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das in der Kultur ist. Man dachte ja auch, guck mal, das weißt du wahrscheinlich, die drei Fragezeichen, als ich mit 5, 6, 7 Jahren drei Fragezeichen gehört habe. War das für mich immer ein amerikanisches Thema, weil das spielt in Rocky Beach. Rocky Beach. Und alle, und ja genau, und der Hauptdarsteller ist ja Alfred Hitchcock, den sie ständig begegnen, und der gibt ihnen dann Jobs, und sein Chauffeur fährt die mit dem Rolls-Royce durch die Gegend und so. Das fand ich natürlich alles toll, aber das hieß für mich immer, okay, das ist ein amerikanisches Thema und das ist jetzt hier importiert worden. Und das ist auch so, ich glaube, The Three Investigators heißt das im Original. Ja, nein, aber es ist eine deutsche Erfindung. Sie haben es aber auch, es ist eine deutsche Erfindung, es ist eine urdeutsche Erfindung. Also das heißt, es kam aus Deutschland nach Amerika? Es kam aus Deutschland, aber es gibt auch in den USA The Three Investigators, gibt's da auch, aber es ist eine urdeutsche Erfindung. Krass, das war nicht aufgenommen in Hamburg. Also es ist, also ein Deutscher geht's nicht. Das ist so wie Derek, also wird exportiert. Ja, aber das war schon echt, also ich finde das immer noch ziemlich cool, so gerade die ersten 30 Folgen oder so. Ja, und sie verfilmen jetzt halt Der Karpatenhund. Oh, verdammt, den hätte ich jetzt nächstes gesagt. Das war meine Lieblingsfolge. Fand ich auch super. Folge 3. Ja, Karpatenhund finde ich auch eine Folge. Es gab immer Episoden, die richtig unheimlich waren. Nicht spannend, sondern unheimlich. Der Drache war auch unheimlich. Stimmen aus dem Nichts. Kann ich nicht zum Einschlafen hören, die Folge mit Judy. War die nicht mit Judy Winter sogar, die ja jetzt immer wieder mal auftaucht? Ja. Kann ich als diese Psychologin. Und sie verfilmen noch die Folge 100, die drei Fragezeichen und die Toteninsel. Ah, kenne ich nicht. Da war ich schon raus. Die finde ich richtig gut. Ja, siehst du? Gehört nicht zu meinen Favoriten, aber ist also eine Folge, wo ich sage, ich finde es fast schade, dass sie die Folge mit dem Cast jetzt
verfilmen, weil ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich den letzten drei Fragezeichen-Film nicht gesehen. Meine Kinder das ist nicht. Schon sehr kinderabenteuermäßig. Ja, ist okay. Und Toteninsel ist aber so ein Fall, den könntest du halt als richtig krassen Thriller aufziehen. Ah, den kannst du fast so ein bisschen Indiana Jones-mäßig machen, weil es so um Grabräuber und so weiter geht. Aha. Und da finde ich, das beißt sich, glaube ich, mit der Ausrichtung. Und Karpatenhund ist auch keine. Die sind unheimlich. Ja, die sind unheimlich. Also es gab ja auch früher diese Horrorreihe, ne? Diese 10, 12 Folgen da. Und die waren ab 12. Aber ich meine, wie alt war ich da? 9, 10 oder so? Da hatte ich Nachbarn, die haben mich dann in so ein Gartenhäuschen eingesperrt und haben dann diese unheimliche Musik angemacht. Das ist eine Geschichte. Oh mein Gott. Und dann stehst du da. Und hörst die singende Schlange. Nach 10 Jahren erfährst du hier immer noch die schrägste Geschichte. Schau, jetzt die Traumata ans Licht. Der kleine Andi, um mich zu kriegen, eingesperrt im Schuppen. Und an der Decke hatten sie halt so einen Ghetto-Blaster und da war halt voll laut dieser Gesang von der. Was von war der das, Guantanamo 2 oder was? Warst du der Einzige, mit dem sie das gemacht haben? Eutiner Straße, Leute. Ich wüsste nicht, was in der Eutiner Straße alles abgegangen ist in den 80ern und 70ern. Ja. Ja, vor allen Dingen, was diese Sendung alles zutage führt. Vor zwei Sendungen habe ich, glaube ich, das mit den wiederkehrenden Albträumen erzählt. Ich habe so viele Rückmeldungen dazu bekommen. Und jetzt das? Also es ist spannend. Tja, aber ich wollte damit sagen, die waren eigentlich damals nicht wirklich für 6- oder 12-Jährige. Nee. Also gerade diese Horrorreihe, ich glaube, die war, glaube ich, ab 16, diese Horrorreihe, weil die war ganz schön hart, ey. Ja. Du hast dich auch erwachsener gefühlt, wenn du solche Sachen dann gehört hast als jüngerer. Ich habe noch nicht mal so weit gedacht, dass ich mich erwachsen fühlen könnte, wenn ich das gehört habe, sondern ich fand es einfach nur total unheimlich. Aber wenn man halt bedenkt, ich habe jetzt vor kurzem auch das erste Mal richtig zum Beispiel die Folge 200 gehört. Die dauert halt 4,5 Stunden. Echt? Die ist krass. Auf 4 CDs, ich glaube 146. Ist das wo sie in die Wüste fahren am Anfang und dann kommen da diese komischen Radiowellen? Nee, das ist die Folge, in der sie am Ende in Indien sind. Okay. Und wie gesagt, die dauert 4,5 Stunden, hat bei Spotify, glaube ich, 189 Kapitel. Und das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das was ist, was auch wirklich kleine Kinder dann auch über längere Zeit verfolgen. Nee. Also da sind die das Filme. Ist für die alten Fans wahrscheinlich irgendwo. Ja, und die Filme sind ja schon, wie gesagt, das sind Kinderkrimis. So. Ja, ist das smart. Bin super gespannt, wie jetzt die Kombination aus beidem funktioniert. Ja. Weil Toteninsel dauert, glaube ich, auch 3,5 Stunden. Echt? Also Karpatenhund werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Da bin ich zum. Und wenn es nur darum geht, Neugierde zu stillen, so, ja. Weil ich gerne wissen will, machen die es genauso? Ist es genau das gleiche Skript? Im zweiten Drei-Fragezeichen-Film hatten Jens Wawrzeck und Oliver Rohrbeck jeweils ein Cameo. Naja, immerhin. Das weiß ich noch. Ist ja auch logisch. Ist ja auch fair. Ja, ja so, fair, weiß ich nicht. Kann man, glaube ich, nicht bezeichnen, die Politik bezeichnen, die von Oliver Stone jetzt teilweise in Szene gesetzt worden ist. Denn es ist jetzt bekannt geworden, es gab mehrere Recherchen, unter anderem von ZDF, ich weiß nicht, ob es ZDF Spiegel, glaube ich, auch. ZDF Frontal war oder halt nur ZDF Heute-Journal und halt auch Spiegel und so weiter, die aufgedeckt haben, dass Oliver Stone sich für seine, ja, Dokumentation zu berühmten Personen doch hat ordentlich bezahlen lassen, beziehungsweise, dass zum Beispiel sein Porträt über den kasachischen Präsidenten, der da über 20 oder 30 Jahre im Amt war, auch Autokrat. Ja, auch durch teilweise halt gefakte Wahlen und so weiter, dass das halt gelenkt war, dass man ihm halt schon vorgegeben hat, was er fragen soll. Und als man das halt gesehen hat, unter anderem auch damals hat er ein Porträt gemacht über Fidel Castro, Il Comandante oder so heißt es. Er hat sie alle gehabt, oder? Da hat man auch schon irgendwie gesagt, ist ein bisschen handzahm. Aber damals habe ich noch gedacht, okay, es ist auch mal interessant, wenn da jemand, der so extrem links ist, da runtergeht mal reden. Und mal redet. Aber dann hast du nämlich dieses Ergebnis. Du denkst, was soll denn das jetzt? Das ist überhaupt kein Kritik. Das ist so wie das Tucker Carlson-Interview im Grunde genommen, so ein bisschen. Das habe ich mir auch fast in Gänze angeguckt und konnte es echt nicht fassen, teilweise. Vor allem, Carlson war danach bei Lex Friedman. Und ich dachte so, jetzt bin ich mal gespannt, was Lex da macht. Ey, der redet sich da um Kopf und Kragen. Der redet so ein Unfug. Alle 30 Sekunden denkst du, was? Naja, egal. Ja, keine Ahnung. Also Stone hat bislang noch keine Stellung genommen zu dem Vorfall oder zu den Vorwürfen. Warum? Der denkt wahrscheinlich auch, warum? Er macht halt Filme. Ich habe das schon immer so gemacht. Also alles gut. Ja, ich meine, die einzige Kritik ist ja, es geht ja nicht darum, dass er jetzt eine Dokumentation und ein Interview mit Leuten wie Putin oder dem kasachischen oder aserbaidschanischen, glaube ich, auch
Herrschern macht, das ist ein bisschen, da geht's halt darum, wie macht man das, ne? Und wenn du dann halt nicht kritisch bist, nicht kritisch hinterfragst und am Ende kommt etwas Wohlwollendes dabei raus, dann sagt die ganze Welt völlig zu Recht, was ist denn hier los? Was soll denn das? Du hilfst ihm quasi in seiner Propaganda, ne? Du machst ihn zu einem guten Menschen, obwohl er das nicht ist. Und ich glaube aber, Stone, der ist ja, guck mal, der macht das seit 25 Jahren, dass die ganze Welt gegen ihn ist. Irgendwie, das ging ja Ende der 90er so ein bisschen los. Dem ist das ziemlich egal. Der macht das wegen des Geldes. Deswegen auch dein Einwurf, Money, Money, Money. Also warum soll der es sonst machen? Früher dachte ich noch, na gut, das ist seine politische Ausrichtung. Das ist spannend für den, solche Leute zu interviewen. Auch wenn das jetzt eigentlich alles, wie gesagt, Diktatoren mehr oder weniger sind. Aber am Ende geht es wirklich nur ums Geld, bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das ist ein bisschen schade, weil das ist schon ein künstlerischer Typ, der kann schon was. So, dem darfst du den nicht in Interviews anhören. So, ne? Wenn er da so eine Stunde bei Joe Rogan sitzt, dann kräuseln die auch deine Zehennägel hoch. Aber als Künstler habe ich ihn trotzdem immer sehr geschätzt. Und das ist jetzt fast vorbei, weil wann hat er das letzte Mal was richtig Tolles abgeliefert? Ja, vor allem, wie gesagt, welchen Wert haben deine Aufschreie nach Wahrheit und Gerechtigkeit und was weiß ich, wenn du halt dann solche Unfairness, Schönfärberei, Moral in der Politik, das, ja. Die Riesenthemen, seine Riesenthemen, 80er, 90er. Und jetzt macht ein Interview mit dem kasachischen Diktator, sehr angenehm. Und niemand weiß es, ne? Es war irgendwie mehr so wurde so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Vor allem es gibt einen Artikel auf der Seite des ZDF, ich glaube, es war, glaube ich, bei Frontal, da haben sie diesen Beitrag, den sie gemacht haben für die Sendung, haben sie halt nochmal schriftlich niedergeschrieben. Und das ist schon auch irgendwie spannend zu lesen, dass sie dann halt auch von ein, zwei höher gestellten oder hochrangigen Beamten irgendwie bedroht worden sind, dass man jetzt irgendwie den Leuten irgendwie nachgehen will und alle Quellen irgendwie offenlegen will, um sie öffentlich bloßzustellen und so weiter und so fort. Also da wurden richtig öffentliche Drohungen wohl ausgesprochen, wenn ich laut Artikel so, ja. Eieieiei, da geht's so ein bisschen, das ist immer schade, wenn so Helden gehen, ne? Ja, Helden in der Form abtreten, weil er war in den 90ern ein Held für mich. Nur vom künstlerischen Aspekt, den ich finde. Ey, ich habe die Filme von ihm immer gern geguckt. Ich meine, der hat eine Menge Filme gemacht. Bis heute, Alter, ich guck mir die bis heute. Ja. Platoon, JFK, geboren am 4. Juli und so weiter. Any Given Sunday gucke ich sehr gerne. So, ja. Leute, wir drehen! Das ist Oliver Stone, macht gerade ein Interview oben. Ach so, ja, natürlich. Ja, so. Ähnlich kontrovers, beziehungsweise ähnlich umstritten, ist auch ein neuer Film mit Jake Gyllenhaal. Warte. Vergiss nicht, das ist der beste Rausschmeißer der Welt. Der allerbeste Trailer Rausschmeißer doch ganz gut aus, oder nicht? Ey, es geht auch nicht um den Trailer. Es geht nicht um den Trailer. Aber es ging ja schon damit los, dass Amazon gesagt hat, ey, wir bringen den nur auf Prime raus. Ja? Mhm. Wo Doug Liman und Jake Gyllenhaal gesagt haben, okay, dann bleiben wir halt bei der Premiere. Das war der Gyllenhaal. 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 Egal. Gyllenhaal. Jake und sein Regisseur Doug Liman haben gesagt, wir kommen nicht zur Premiere beim South by Southwest Festival, so, weil sie halt wirklich dagegen sind, dass dieser Film nur bei Amazon Prime landet, weil sie glauben, der muss ins Kino. Aber jetzt hat der Drehbuchautor des Originals hat jetzt Klage. Das Original hatte einen Drehbuchautor. Ich erfahre hier Sachen. Ich dachte, Pitch ist ein Satz. Mehr brauchst du nicht machen. Ja, aber R. Lance Hill hat jetzt Amazon und MGM verklagt. Oh. Weil, das Ding ist so, nach 35 Jahren haben Autoren in der Regel die Möglichkeit, die Rechte zurückzufordern. Mhm. Ja. Ah. Und das hat er gemacht, weil der Film ist jetzt halt auch schon wirklich dementsprechend alt, also das Original Roadhouse. 87, ne? Mit Patrick Swayze. Ich glaube, 89 ist der 89? Film entstanden. Ja, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall lang genug her, dieser Vertrag, beziehungsweise er hat bei einer offiziellen Stelle, ich weiß den Namen nicht genau, da hat er halt den Antrag gestellt, ich möchte, dass dass die Rechte für dieses Drehbuch wieder zu mir zurückkehren. 2021. Das heißt, das Studio hat dann noch 2 Jahre Zeit, um die Rechte zu benutzen und einen Film oder sonst irgendwas fertigzustellen, bevor sie dann an den Autoren zurückgehen. So wie mit Emmerich in den Fantastischen Vier? So in der Richtung. Aha, genau. Okay. Und jetzt ist es aber so, dass der Film diese Frist von 2 Jahren, also 2023 hätte er fertig sein müssen, die hat er wohl überschritten. Ups. Und es wird Amazon unter anderem vorgeworfen, dass sie mit KI die Stimmen von einzelnen Darstellern
künstlich erzeugt haben, um sie halt in den Film bauen zu können, weil die Dreharbeiten halt mitten in den Schauspielerstreik reingefallen. Das waren Schauspieler, die es gibt? Ja. Und wussten die das? Nein, also beziehungsweise der Vorwurf steht im Raum und er ist noch nicht bewiesen. Also sind das jetzt zwei Vorwürfe? Einmal die KI und einmal das mit dem Drehbuch? Naja, also das geht einher, weil sie sagen halt, sie haben die KI benutzt, um diese Stimmen zu erzeugen, um die Zeit zu sparen, beziehungsweise rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist. Das heißt, die Schauspieler kamen aus dem Streik zurück und plötzlich ist der Film fertig, ohne dass sie daran weitergearbeitet haben? Ungefähr so kann man dieses Szenario. Kann man auch verdienen, ne? Also müssen auch die Schauspieler sagen, ja gut, okay. Nutzt die Zeit. Aber nee, das stimmt eigentlich, ist Quatsch. Erstmal muss man jetzt erstmal halt rausfinden, also Amazon sagt, das ist komplette Humbug. So, es ist einfach, wir freuen uns darauf, das zu verteidigen, beziehungsweise zu entgegnen. Geliebter Satz als Antwort. Ja, aber naja, es ist trotzdem schon ein bisschen schwierig, glaube ich, dass er halt 2021 diesen Antrag, beziehungsweise dass 2021 dieser Antrag so gesehen rechtskräftig geworden ist. Und diese 2-Jahre-Frist dann halt nicht eingehalten worden. Schon sehr seltsam. Ja. Aber auch, dass Doug Liman so einen Film macht, wundert mich total, oder? Naja, wenn Doug Liman der Ansicht ist, ey, ich mache hier einen Film mit Jake Gyllenhaal, der sich richtig, richtig krass aufgepumpt und trainiert hat. Ich krieg noch Conor McGregor dazu. Der ist auch dabei? Der ist auch dabei. Okay. Okay. Und wir wollen jetzt hier diese Geschichte noch mal auf ein neues Level heben, so. Ja. Dass die davon ausgehen, den Film ins Kino zu bringen und dann den Film halt dementsprechend oder unter diesen Voraussetzungen machen? Es hat ja auch Potenzial. Der erste Film ist nicht gut bei all der Nostalgie, die man sagen muss, der hat ein paar sehr ikonische Szenen, sagen wir es mal. Ja, aber ist schon ein peinliches Konzept. Es ist absolut schrecklich, der Film selber. Hat aber so ein bisschen Kultcharakter. Es war ja auch, als der Film produziert wurde, meines Wissens nach, da war ja auch noch gar nicht im Sinn, oh, das Studio wird von Amazon aufgekauft und dann kommt es dann das hier kommt rum. Ja auch dazu, ja. Das ist ja auch ein Teil des Protests auch so gewesen, ne? Dass nie im Hinterkopf war, oh, das kann bei Amazon landen und die werden das da mitmachen. Und ich wäre auch dafür, pack die ins Kino, ne? Und lass die Leute zumindest mal entscheiden. Das kann man ja immer noch 3 Wochen später immer noch bei Amazon hin tun. Aber wundert ihr euch nicht darüber, dass Doug Liman sich so ein Thema aussucht? Ach, was, der hat doch schon alles Mögliche gemacht. Ja, Oliver Stone hat gepasst. Ne? Ich bin gerade in Aserbaidschan, ich habe keine Zeit. Vielleicht findest du noch einen interessanteren Ansatz, als ich bin der beste Rausschmeißer. Also das ist das Einzige, was mich an dieser Neuverfilmung interessieren würde. Was machen sie anders? Ich will sehen, was ist, was ist der Grund für den Wert eines Remakes? Also laut Herrn Hill, laut Herrn Hill, den Drehbuchautor des Originals, nichts. Also das ist wirklich die gleiche Chose. Er ist halt ein gebildeter, muskulöser Omni- oder beziehungsweise Super-Buddy-Türsteher. Ja. Ich bin kein Türsteher, ich bin ein Super-Türsteher. Und er muss halt... Auf dem Shirt steht ein T drauf. Er wird halt für einen Club engagiert, der sich mit Schlägern auseinandersetzen muss, zu denen unter anderem Conor McGregor gehört, die halt da Stress in dem Laden, für Stress in dem Laden sorgen sollen. Und Jake Gyllenhaal als Super-Türsteher soll das halt verhindern. Save the day. Ja, ey. Ja. Ja. Das Ding ist halt noch, was auch noch so eine Sache ist, der Drehbuchautor, Herr Hill, behauptet, das hätte er aus eigener Initiative geschrieben, das Drehbuch. Von Roadhouse damals, 89 oder wann es auch immer war. Oder 85. Und Amazon behauptet, das war eine Auftragsarbeit. Guck nach. Natürlich sagen sie das. Andererseits, 35 Jahre später, weiß das noch jemand? Naja, das Ding ist halt, das wurde halt wohl mit einer Firma, zu der der Autor Herr Hill gehört, beziehungsweise die ihm gehört, wurde das gemacht. 89. Und da wird es als Auftragsproduktion irgendwie belabelt, was wohl ein üblicher Begriff in der Branche ist. Also man muss halt irgendwie sowas dahinschreiben. Es ist ein Unterschied, wenn du sagst, hey, hast du eine Idee? Biete mal was an. Oder wenn du sagst, hey, hast du eine Idee? Mach mal irgendwas mit Rausschmeißer. Genau. Das, nur dieser eine Satz. Das ist aber schon recht. Es ist wohl in beiden Fällen wird trotzdem Auftragsproduktion hingeschrieben. Ja, also trotzdem wird es dann als Auftragsproduktion betitelt. Für Amazon ist das insofern günstig, weil man dann sagen kann, das war eine Auftragsproduktion. Diese rechte Forderung oder diese rechte Rückgabe, die zählt bei einer Auftragsproduktion nicht. Das wird kompliziert. Ja, und er behauptet halt, oder der Autor sagt halt, nein, das war keine Auftragsproduktion. Ich habe es aus freien Stücken geschrieben. Ja? Ja, ja. Und wir sind gespannt. Die Frage ist, wie die eine oder die andere Seite das jetzt im Rückblick beweisen kann. Ja. Weil ich glaube nicht, dass es da Telefonmitschnitte gibt.
Wichtiger ist, was ist denn der Rauschmeister der Sendung jetzt? Oh, der Rauschmeister. Die Überleitung. Also, ich wollte gerade nur mal kurz Doug Liman. Was hat er gemacht? Er hat gemacht, OC California, okay. Mr. Mrs. Smith, Jumper, Fair Game, Nichts Jumper. Ist gefährlicher als die Wahrheit, Edge of Tomorrow, The Wall, Barry Steele, Only in America, Lockdown, Chaos Walking war der mit Daisy Ridley. Okay, ich ziehe das, meine Frage zurück. Ja, also der hat schon immer. Das ist komisch. Ich habe den immer verortet mit irgendwie ganz spannenden Projekten. Liman war nicht auch irgendeiner der Bournes, oder? Ja, genau. Ja, genau. Aber guck dir mal The Wall an von ihm, dieser irakische Sniper-Film. Okay, okay. Das ich dachte geil. Zuerst, hat er den mit dem Matt Damon an der chinesischen Mauer gemacht? Der hieß The Great Wall. The Great Wall. Jake Gyllenhaal und Michaels. Wie heißt noch der andere Soldat in dem Film? Der Wrestler, den wir gerade gesehen haben, den witzigen. Den Schauspieler. John Cena und Jake Gyllenhaal sind in der Wüste im Irak und werden dann plötzlich an so einer alten, kaputten Mauer ins Visier des ominösen Supersnipers. Okay, ich hab mein Problem mit John Cena in Ernst irgendwo. Der liegt die ganze Zeit nur rum, ehrlich gesagt. Okay. Weil er verletzt ist. Also er macht nicht so viel. Ja. Das ist ein guter Film. Ein guter Set. Echt, ist ein richtig spannender. Es ist aber Aaron Taylor Johnson, nicht Jake Gyllenhaal. Der Hauptdarsteller, ja, okay. Kick-Ass. Aber ich meine, ne, kann man schon mal verwechseln. Ja, stimmt. Ja. Gut, so, damit wären wir am Ende für heute angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, am Sonntag gibt es noch einen kleinen Talk zum Miniaturwunderland, beziehungsweise eine kleine Schnitzeljagd durchs Miniaturwunderland, wo ich versucht habe, sämtliche Filmzitate im Miniaturwunderland wiederzufinden. Und es ist erstaunlich. Ich habe sogar noch welche gefunden, die nicht auf der Liste waren. Oh, okay. Beziehungsweise, ich habe sogar welche gefunden. Also, es wäre jetzt, glaube ich, illusorisch zu glauben, es gäbe keine Star Wars-Anspielung im Miniaturwunderland, ne? Aber ich habe halt neben der eigentlichen Star Wars-Anspielung, die ich finden sollte, habe ich noch eine andere gefunden. Das fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Ja, ja. So, ja, das gibt's am Sonntag. Vielen Dank an den Supporters Club. Vielen Dank euch dreien fürs Mitquatschen. Und ansonsten hoffentlich haben wir heute etwas weniger gewackelt oder waren etwas weniger. Wir drehen uns jetzt alle zum Abschied. Ja, genau. Wir drehen uns jetzt alle nochmal im Kreis. Okay. Auf 3, 2, 1. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ui.